Großartig. Prost, die Herren. Prost, die Damen Prost. Und Herren. Prost, gar keine Damen da. Die kommen ach, vielleicht noch. Das sollten wir vielleicht nicht direkt vorwegnehmen. Kommen also, vielleicht noch. Wirklich? Ja, erzähle ich heute auch noch davon. Ah, und okay. Willkommen beim Biertaucher-Podcast. Bitte macht ihr das. Biertaucher-Podcast, Episode 237. Nimmt er wirklich auf? Ja, ja er nimmt auf. Ja, ja. Oh, jetzt sind wir wieder professionell unterwegs. Ja. Und ja, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Vukonic.com, der Internetagentur aus Graz, aus Österreich, vom Jörg und mit Unterstützung von allen unseren Flatterern, namentlich Ajuvo und Bernd Schlapsi. Der Ajuvo wird halt auch noch ein paar Mal vorkommen. Genau. Und wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien und es ist der 5. Jänner 2016. Bingo. Und wer sind wir? Wir sind der Horst, erkennbar an der schlichten Laune. Der Dennis, das klingelnde Baby. Der Stefan, der Grüß August. Grüß August. Tja, heute leider mit ohne Gregor, der kommt nächste Woche. Oh. Tja, und damit schreite ich zur offiziellen Frage nach Themen. Und während ich das mache, tut Stefan genüsslich die ausgedruckte Themenliste ausklappen neben dem handgeschriebenen Büchlein mit Themen. Also es gibt einiges zu erzählen heute, schätze ich. Und Dennis kramt nach seinem Büchlein mit Themen ebenfalls. Oh, Entschuldigung. Das tat weh. Oh, ein leeres Buch. Ein leeres Buch. Auf. Ja. Mein Lutzizeft ist zu Hause. Ich werde jetzt habe einfach nur Seite Kopf wie im Kopf, das heißt, da kommt wahrscheinlich nicht so viel raus. Hast du etwas erlebt? Ja, ich war, pass auf, dass ich es richtig sage, ich habe mir Star Wars im Kino angeschaut. Ah ja. Ach, das wollte ich ja noch erzählen. Ich habe circa 2 Bücher ausgelesen und du bist nach Hamburg gefahren, ich bin um dir Star Wars anzuschauen. Ich habe dort den Stefan getroffen. Stimmt auch. Wer ist Stefan? Der neben dir sitzt. Der Grüß August. Ach, grüß Gott. Ja, ja. Und dort war ich am Chaos Communication Kongress und habe dort Ajuvo getroffen, weil Stefan für mich das Socializing organisiert hat mit Twitter. Ja, ja, und als wir uns dann am dritten Tag getroffen haben. Wir haben... Zweiten. Echt? War schon der zweite? Ja, zufällig. Für mich war es schon der dritte Tag. Ja. Meine Eltern waren auch in Hamburg, fällt mir gerade ein. Bitte? Meine Eltern waren auch in Hamburg, aber nur über Silvester. Aber bevor wir in Details gehen zum Chaos Communication Kongress, haben wir andere Themen auch noch. Ja, du hast ein Fahrradthema, oder? Ich habe ein Liegeradthema. Ich habe einen Hinweis auf eine Veranstaltung zu Ostern. Habe ich sonst noch was? Ich glaube, das war es ziemlich von meiner Seite. Dennis? Meine Notizen liegen leider alle zu Hause. Dennis hat ein Wort auf ein Blatt Papier geschrieben, aber ich kann es ja, nicht lesen. Das heißt, ich bin nach Schland gefahren. Schland? Nach Schland, ja, nach Deutschland. Ach so, okay, ja. Und will davon berichten, von wie bin ich nach Deutschland gefahren und was hatte ich geplant. Und die anderen Themen habe ich vergessen. Ach, okay, vielleicht kommt es ja noch während der Sendung. Ich habe noch einen Podcast, den ich empfehlen will. Podcast-Empfehlung, sehr gut. Ich höre gerade beim Herfahren auch wieder eine Folge angefangen. War eine sehr nette Geschichte. Und sonst, mir hat man gesagt, ich soll erwähnen, dass ich nicht nur Kinder unterrichte, sondern auch Erwachsene Computerkurse wollen. Was ich hiermit erzählt habe. So, Maus schieben? Maus schieben bringst du ihnen bei? Na, programmieren. Programmieren. Ah, oh, schau ihn an. Ja. Können das noch nicht alle? Nein. Ja, stimmt. Das sind die Themen? Das sind die Themen. Das sind die Themen. Okay, ja, da kann man viel draus machen. Das wird wieder so ein Marathon werden. Und da wir heute früh angefangen haben... Der Kongress war 4 Tage, also ob man das in 2 Stunden schaffen unterzubringen. Also ich fange mit dem Kongress an. Sollen wir chronologisch anfangen? Weil absolut. Ich wollte auch noch von Star Wars erzählen. Bitte. Aber sollen wir das vielleicht nachher machen, so beim schönen Leben teil? Okay, also statt chronologisch, ja, ist auch in Ordnung. Weil, ganz lustig eigentlich. Das wird eine Überraschung. Okay, also wir tun nachher noch ein bisschen Star Wars fachsimpeln. Ja. Okay. Mit Spoiler-Alarm. Haben wir sonst irgendwelche Nerd-Themen?
außer deinen Liegerad-Themen, die wir vorziehen müssen? Glaube ich nicht. Du hattest letzte Woche von Tastaturen erzählt, dass du eine neue hast. Hm? Dann wollte ich auch eine Werbung für eine andere Tastatur machen. Gerne. Das ist auch immer ein Thema. Wir kriegen aber kein Geld von dem Tastaturhersteller, oder? Nein, den Hersteller gibt es nicht mehr. Ah, okay. Dennis macht Werbung für tote Produkte. Ja. Neue Serie, ja? Ja, ich habe nämlich eine Tastatur, die so alt ist wie meine Freundin. Jetzt kann man sagen, oh Gott, wie jung ist denn deine Freundin? Aber nein, die Tastatur ist unglaublich alt und sie stammt von 1990. Es handelt sich dabei um ein Modell M von IBM. Naja. Das haben wir 2016, das ist 26? Ja, 26. Das ist knackig und jung, oder? Ja, aber für eine Tastatur, Okay. Wer weiß, wer die schon alle benutzt hat, diese Tastatur. Also es handelt sich dabei um ein Modell M. Modell M von IBM, das sind die Quickie-Tastaturen, die ursprünglichen, mit Federn. Ja, die ganz schönen Anschlag haben. Ne? Ja, die haben wirklich einen wahnsinnigen Anschlag. Kosten gebraucht so viel wie neu, so ungefähr. Mhm. Es gibt nämlich einen anderen Hersteller, der die jetzt produziert. Unicom, glaube ich, heißen die. Mhm. Und diese Tastatur hat noch einen DIN-Stecker. Und ich bin heilfroh, dass ich einen Adapter von DIN auf PS2 habe. Und es kommt manchmal vor, dass beim Booten die Tastatur nicht funktioniert. Dann muss man die nochmal abstecken und wieder neu anstecken, weil die zieht sage und schreibe 500 mA. Und das ist bei PS2 eigentlich nicht spezifiziert. Also das ist höchst problematisch. Aber die Tastatur ist einfach richtig geil zum Tippen. Ja. Also, wenn ihr eine solche Tastatur findet oder im Keller habt, nicht wegschmeißen, sondern... Man kennt sie am Anschlag, wenn es schon Klicker, Klicker, Klack macht, ne, wenn man ja, drauf tippt, auch wenn sie abgesteckt ist, oder? Modell M steht auf der Rückseite. Wenn es nicht mehr drauf steht, irgendwo steht IBM drauf oder Unicom, wenn es drauf steht, ist auch in Ordnung. Ja, der Anschlag auf jeden Fall. Und wenn man kann die einzelnen Kappen manchmal sogar abnehmen und bei manchen kann man sogar das Kabel wegnehmen. Hinten. Das heißt also, das ist nochmal ein proprietärer Stecker, wo man das Kabel austauschen könnte. Also es gibt da einige Varianten. Und das Besondere bei den Tastaturen, hinten drauf ist ein Aufkleber. Und da sind zwei Unterschriften drauf. Eine, der sie zusammengebaut hat und eine, der sie geprüft hat. Cool. Und je nachdem, was da für Unterschriften drauf sind, sind die auch mehr wert. Je seltener die Unterschrift ist, die hinten drauf ist. Das hat keine Auswirkung auf die Qualität. Das ist einfach Sammelding. Das ist nur Sammelwut, ja. Die blaue Mauritius-Tastatur. Richtig, genau. So ungefähr. Das ist nerdig. Und ich habe noch ein paar zusätzliche Tasten zu Hause, die sehr urig sind. Ja, also Modell M kann ich empfehlen. Bekommt man halt neu, gibt es die auch, aber ich würde sie gebraucht kaufen. Okay. Kosten so bis zu 100 Euro, wer sie haben will. Zum Vergleich, eine neue Tastatur kostet, glaube ich, unter 10 Euro. Das ist ja, ich würde jetzt die, meine Empfehlung ist die Cherry G80, die kostet um die 70 Euro. Die hat ähnlich wie die MX3 war das, glaube ich, dieselben Tastenvarianten. Sieht halt ein bisschen büroartiger aus. Und dann gibt es noch die G83, die empfehle ich auch. Das ist halt die billige von Cherry, die meistverkauft diese Tastatur. Ja. Oh. Das ist der Nachtrag zur letzten Folge. Mhm. Und ja, jetzt könnt ihr mit dem nerdigsten Thema hier anfangen. Also, weil du gesagt hast, chronologisch, ich fange chronologisch an. Ich bin am ersten Tag zum. Nein, nicht verkehrt rum. Bin am ersten Tag hingegangen zum CCH, das ist das Kongresszentrum in Hamburg. Wir reden jetzt vom Chaos Communication Kongress. Genau, da bewege ich mich gerade hin. Und ich komme da zu dem Gebäude hin und es ist eine Riesenschlange stehen. Schön, wir sollten den Hashtag im Podcast erwähnen, das macht es nämlich leichter für die Shows. Der Hashtag ist Hash32C3. Ja. Das ist auch der offizielle Name meines Wissens, oder? Ja. Von dieser Iteration. Also der hat mittlerweile 32 Mal stattgefunden, der Chaos Communication Kongress, diesmal in Hamburg, im CCH, zum vorletzten Mal. Das ist das größte Kongresscenter, das es in Europa gibt.
hat der Juri behauptet. Habe ich nachrecherchiert mittlerweile. Okay. Ich weiß mittlerweile bei jedem Saal, wie viele Leute reinpassen. Okay. Ich habe das interessiert. Sehr gut. Und gleich Zwischenfrage, wie viel passen in diesen großen Saal? 3000. 3000. Und im Zweiersaal sind es nur 1500. Das überschätzt man ja. Wesentlich mehr. Aber es ist doch ganz schön, es sind ganz schön große Auditorien, die man da drinnen hat. Die wurden auch schön bespielt. Und nächstes Jahr findet es nochmal dort statt. Und dann wird das Gebäude abgetragen, weil das hat ein leichtes Asbestproblem. Und der Folgeplan schaut zurzeit auch nicht so aufregend aus, weil es wahrscheinlich viel mehr kleinere Säle gibt, weil das ist heutzutage das, was sich bei so Kongressen besser verkauft, bei so Medizinerkongressen und sowas. Das ist aber halt genau das nicht, was der Club benötigen würde. Der hätte gerne möglichst große Auditorien, weil jetzt eigentlich bei so gut wie allen Vorträgen, die im großen Saal positioniert worden sind, weil zu erwarten war, gute Sprecher, gutes Thema und so weiter, die waren immer voll. Die sind teilweise in andere Säle übertragen worden. Und man ist rausgeschmissen worden, wenn man versucht hat, im Gang absolut zu lümmeln. Ja, also ist mir selber auch passiert. Ja. Wie, im Gang durfte man nicht sein? Nein, das war wegen Flucht und die sind da sehr organisiert, die Deutschen. Also da kommen die freiwilligen Helfer und sagen dann, ja, es ist jetzt voll, sie dürfen nicht nur keine mehr reinlassen, sondern sie schmeißen auch wirklich alle raus, die keinen Sitzplatz haben. Ach so, Gang auf den in den Saal. Im Saal. Ah, im okay. Saal, ja. Weißt du, da kann man so beim Notausgang lümmeln und so. Und, ja. Boah, wirklich um die Sicherheit sehr gekümmert, nicht nur dort, auch im ganzen Kongress sind. Also 12.000 Leute waren dort. Also das am ist Kongress, ja. Am Kongress, das ist schon ganz schön viel. Und wie gesagt, ich komme hin, Riesenschlange. Ich dachte, puh, wird fad. Da hat es eine Zeit lang stehen, es war nicht besonders kalt, war noch draußen so gerade so beim Eingang und dachte, naja, werden wir sehen halt, wie lange es dauert. Bei der ersten Kontrolle, wo sie geschaut haben, nur ob man den Zettel hat, war ich, glaube ich, innerhalb von einer Minute 30 und das eigentliche Badge hatte ich, glaube ich, nach 2:30. Also ich habe noch nie eine dermaßen organisierte Aufnahme in einen Kongress oder so erlebt. Ich glaube, es sind 5 oder 6 Schalter parallel betrieben und die Laserdrucker haben nur so die Sachen rausgehauen, ins einmal mit dem Barcode-Scanner angescannt und zack, 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 ist es da hingekommen. Ich kann das bestätigen. Ich bin auch am 27. in der Früh hingekommen, also eine halbe vier Stunden circa vor Kongresseröffnung. Ich hab überhaupt nicht anstehen müssen, was ich mich erinnern kann. Da war so ein Schild mit Karte hier. Die habe ich ja schon ausgedruckt gehabt, zack, Badge gehabt. Das nächste Thema dann bei so Kongressen ist immer Garderobe. Muss man sich bei der Garderobe anstellen, wieder gleiche Schlangenlänge. Ja. Ich glaube, diesmal haben es gebraucht 3 Minuten oder irgend sowas. Moment, wie viele Menschen standen da an? Naja, so 200 oder so. Oh, die haben 200 innerhalb von 3 Minuten abgearbeitet. Ja. Das ist ja unglaublich. Mit einem zweistufigen System auch. Also wenn du zum Beispiel, wenn du die Sachen zurückholen wolltest bei der Garderobe, bist du mit deinem Bon hin, die haben den eingescannt. Ja. Und die haben dir als nächsten Schritt nur gesagt, zu welchem Schalter du jetzt gehen sollst, wo du deine Jacke kriegst. Ja. Und meistens war es dann schon so, wenn ich bei dem Schalter, da muss man so ein bisschen außen rum gehen um die Schalter, wenn ich dann dort angekommen bin, war meistens die Jacke schon dort. Ja, extrem organisiert. Ich habe nie länger als 3-4 Minuten irgendwo gewartet. Also ich habe da jetzt nur eine Idee, patentieren und gut vermarkten. Ja. Weil das ist das Schlimmste beim WGT und so weiter. Ja. Oh, die haben das auf der Reihe. Ich glaube, ein Geheimnis dieser wirklich beeindruckenden Effizienz ist auch, dass alles mit Freiwilligen läuft. Ja, und das ist natürlich kein Synonym für Effizienz, wenn du etwas mit Freiwilligen machst, aber ich glaube, hier ist es die Grundvoraussetzung. Und dann kommt später wahrscheinlich noch drauf zurück. Das allein ist. Naja, weil der Eintritt für die 4-Tage-Veranstaltung war 90 Euro, glaube ich, der billigste. Ja. Du hast natürlich teure Karten kaufen können und du kriegst um 90 Euro nie den Service, der dort geboten wurde. Na, das ist unmöglich bei 23.000 Leuten. Und weil halt auch jeder der tausenden Angels, also die geholfen haben, Engel heißen sollen. Engel hat genauso Eintritt zahlen müssen. Ich habe nachher mit einem geredet, der sehr viele Geschichten geschrieben hat. Sie haben über 1100 Engel gehabt und über 15.000 Stunden freiwillige Arbeit. Weil das wird alles erfasst auch. Auch aus Versicherungsgründen und so weiter. Und wahrscheinlich bekommen die symbolisch 1 Euro. Ja, die bekommen ein T-Shirt, ganz konkret. Ah, okay, das ist die Bezahlung. Ja, und das ist die Bezahlung. Mehr bekommen sie nicht. Mhm. Und sie haben natürlich gewisse Privilegien bei der Party danach und so. Also sind immer ein bisschen extra Räumlichkeiten, die sie sich vorbereiten können. Und Essensmarken kriegst, glaube ich, als ab so und so viele Stunden kriegst du eine Essensmarke. Kann sein. Ja, also, aber du kriegst kein Geld, definitiv, fürs Arbeiten. Na, und auch eine Sache, die ich dort erlebt habe, man steht schon immer wieder an Sachen an, nicht klarerweise, aber es hat sich während der 4 Tage niemand vorgedrängt. Auch das habe ich noch nie vorher erlebt. Ja. 4 Tage ohne Vordrängen.
Und ich muss auch sagen, es waren nirgends gigantische Schlangen. Also auch bei diesen ganzen Hotdog und sonstigen Ständchen. Also es waren so kleine Essensverkaufsstände im Kongress und auch außerhalb. Ich hätte da nie irgendwo Gedrängel erlebt oder unangenehme Wartezeiten. Ja gut, das erlebe ich. Also unangenehme Wartezeiten erlebe ich regelmäßig auf Veranstaltungen, aber dass da gedrängelt wird, eher selten. Ja, also das nimmt sogar im positiven Sinne ab. Also das erlebe ich immer weniger. Aber das klingt ja... Während die Mitteleuropäer Schlange stehen. Das war wirklich... Ja. Es war ein unheimlich angenehmes Klima dort. Ja. Ich bin eigentlich auch nicht so für die großen Menschenansammlungen. Also wenn es so in der U-Bahn mal zu schieben anfängt, dann fühle ich mich auch eher unwohl. Und das war, dort war nie ein Problem. Aber das inoffizielle Motto der Kongresse ist ja endlich unter normalen Leuten. Ja. Ja, das könnte man aber auch beim WGT und so weiter sagen. Genau, man ist unter der Nerd, in der Nerdblase. Ne? Es ist ja im Prinzip ein Festival für Nerds. Ja, aber ein sehr großes. Ja. Absolut. Es gibt, nicht verwechseln, den Kongress gibt es jährlich und alle 4 Jahre gibt es das Chaos Communication Camp. Das war auch heuer. Wurde auch berichtet. Nur alle 4? Ich dachte 2. Gibt nur alle 4 Jahre. Ah, okay. Ja. Ist also, Easter Egg gibt es noch. Jupp, da kommen wir halt auch noch dazu. Ja, genau. Ah, deswegen Ostern. Ich hab schon erwartet. Ja. Entschuldigung, dass ich vorweggenommen habe. Ja, ja. Aber was du gemeint hast mit alle 2 Jahre, es findet ein Camp immer versetzt 2 Jahre zu dem Camp in statt. Niederlanden. In Holland, ja. Genau. Das heißt, man kann alle 2 Jahre campen. Als ja. Und das Easter Egg findet alle 2 Jahre in Hamburg statt. Genau, und alle 2 Jahre woanders. Mhm. Und jetzt haben wir schon vorweggenommen, bleiben wir gleich dabei. Dieses woanders ist dieses Mal Salzburg, also dieses Mal im Ostern 2016. Und es werden mittlerweile auch schon die Karten dafür verkauft. Da werden wir den Link auch in die Shownotes reingeben, weil der Ayubo hat uns den freundlicherweise gepostet, sodass wir nicht einmal danach suchen mussten. Ich habe mittlerweile recherchiert, es gibt noch eine ganze Menge andere Veranstaltungen auch, nämlich die RFAs. Habe auch ein neues Vokabel gelernt. Das sind die lokalen Zweigstellen des CCC. Also der CCC hat ja eigentlich seine Hauptlocation jetzt doch in Berlin. Und es gibt eine ganze Menge andere eben auch in allen möglichen deutschen Städten, eigentlich auch in Zürich und sogar in Wien einer. Wobei ich habe auf der Webseite von, ja, so ein bisschen im Anschluss an das MetaLab. Es gibt eine Subseite auch im MetaLab Wiki dazu. Der letzte Eintrag ist allerdings 2010, dürfte also nicht besonders aktiv sein. Ja. Aber diese RFAs, diese Zweigstellen, machen relativ viele davon machen eben auch Veranstaltungen. Ja. Mit auch unterschiedlichen Ausrichtungen. Also habe ich interessant gefunden, im Ruhrgebiet hat eine Sache stattgefunden, wo man versucht hat, zwei Exotengruppen aufeinandertreffen zu lassen, nämlich die Entwickler und die Künstler, und geschaut hat dann so in seinem 300-Mann- oder Frau-Workshop, wie die miteinander kooperieren können und wie die miteinander Projekte machen können. Ich habe gesagt, das war dann schon etwas schwieriger, aber es war trotzdem interessant. Also, die machen, immer wieder interessante Projekte da. Okay. Oh, das sieht wieder super aus. Ach, das ist ja dasselbe. Okay. Nein, das Gleiche, nicht dasselbe. Sollen wir pausieren oder magst du uns unterhalten? Ich kann euch weiter unterhalten und ihr sagt es dann immer Ja. Ja. Ich glaub nur noch. Du sprichst halt etwas undeutlich. Wie kommt das? Ich habe eine krümelige Aussprache. Krümelig auch noch. Dann krümel nicht in meine Richtung. Dort haben stattgefunden sehr viele verschiedene Sachen parallel, von denen ich ein bisschen erzählen will. Moment, das, beim Kongress jetzt? Beim Kongress? Oder? Ja, also ja, das bin ja nicht klar wieder zurückgesprungen. Also ich rede ab jetzt wieder vom Kongress. Das eine ist 4 Tracks mit Talks parallel in eben diesem einen Saal, von dem ich vorher geredet habe, mit 3000, ein Saal mit 1500, 2 kleinere Säle. Dann dazu noch 8 parallele Säle und Räume mit Workshops. Und dann noch kleinere Räume mit Ad-Hoc-Meetings von Gruppen und so weiter. Also und dazu Tische mit Assemblies.
Das ist richtig, das waren sicher auch um die 100 oder so Tische, wo Hackerspaces oder irgendwelche Meetup-Gruppen oder andere Gruppen sich einen Tisch eben aufstellen haben lassen oder halt einen Tisch sich gekrallt haben und dann ihre Projekte dort vorgestellt haben und entweder still über den Laptop gebeugt vor sich hingehackt haben, das hat man auch gesehen, aber auch sehr oft haben sie wirklich halt ihre Projekte vorgestellt, was sie da so machen, also es war viel zu sehen, bekannte Sachen wie 3D-Druck oder Stickmaschinen haben wir gesehen, sehr viel mit LEDs, alle möglichen Konstrukte mit LEDs, dann relativ viele so mechanische Umschalttafeln, wie man es noch kennt, vielleicht von Flughäfen oder von Bahnhöfen. Oh, cool. Die gibt es mittlerweile auch scheinbar wieder neu, nämlich nicht nur diese SIM-Segmente anzeigen oder diese 16-Segmente oder was auch immer. Das hat ausgesehen wie ein Mosaik aus Dreiecken. Und das war doch erst Dreiecken. Ich kenne nur dort Matrix-Anzeigen. Ja, es waren Dreiecke und die haben dann umgeschaltet immer. Also die sind umgeflappt. Ja. Das hat dann auch sehr lustig geklungen, wenn es da drauf dann Animationen sind. Das ist natürlich entsprechend langsam, nicht, bis das alles umgeschaltet ist. Aber sowas hat es ja auch von der Deutschen Bahn. Ja, genau. Deutsche Bahn kommen halt auch noch dazu. Von denen haben wir was Interessantes gesehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und ich habe mir auch eine ganze Menge Vorträge angehört. Aber ich habe mir gedacht, ich werde das nicht so machen und euch jetzt mit Vorträgen zuschütten. Ich habe mir eine Top-10-Liste gebastelt. Vielleicht vorweg, die ganzen Vorträge kann man auch im Internet nachschauen. Genau. Und zu dem Erfass habe ich auch noch zu sagen, irgendwo in Süddeutschland gibt es eine, die haben auch viele Vorträge auch ins Netz gestellt. Mhm. Also auf mediaccc.de. Ja. Und früher war alles nur auf mediaccc.de und mittlerweile sind sehr viele Sachen auch auf YouTube. Ja. Also es gibt einen YouTube-Channel ccc.de Videos und auf dem mediaccc.de. Ah, dann gibt es schon mehrere. Gut, ich kenne nur den einen. Ich weiß auch nicht. Okay. Wieso. Aber ccc.de Video ist nicht vollständig, was den Kongress anbelangt, während media.ccc.de ist vollständig. Aha, okay. Und ich rede nur von einem Talk heute, habe ich mir gedacht. Nachdem ich ja jetzt relativ viel schon angefangen habe, über den CCC zu reden, jetzt den Chaos Communication, heißt der Club eigentlich? Chaos Computer Club. Computer Club, genau. Ich habe versucht, auch da ein bisschen mich auf Stand zu bringen, weil ich von dem eigentlich relativ wenig gewusst habe. Und es gibt einen Talk auch aufgezeichnet, der den Jahresrückblick des CCC 2015 darstellt. Das ist eine ganz hübsche Geschichte. Da sieht man mal, was die Leute gemacht haben im letzten Jahr. Und man sieht auch relevante Personen, also so die Mediensprecher des CCC. Und das war auch, es gibt einen sehr hübschen Überblick, wie dieser Club, wie dieser Verein agiert und wie der auftritt und was man erreichen will und was man geschafft hat und was man nicht geschafft hat, weil auch darüber redet man recht offen. Das fand ich sehr nett. Okay, also diesen einen, den mache ich heute, aber mit den anderen halte ich mir noch zurück. Na, heute nicht. Das war der Jahresrückblick. Und mein Kuli schreibt nicht mehr, ich kann meine Sachen. Zum Schluss dauert der Podcast länger, als der ganze Kongress gedauert hat. Mit allen Sälen zusammen. Das habe ich gewusst, dass es vorher diese Vorträge gibt. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht wirklich deswegen hingefahren. Und ich hatte den Wunsch, ich habe gehört, dass das riesig ist dort. Und es ist riesig. Mhm. Also mir ist die Sache passiert, dass ich am letzten Tag in der Früh, am vorletzten Tag am Abend, habe ich noch zwei zusätzliche Stockwerke gefunden, die ich vorher nicht gefunden hatte, die ich dir dann noch stolz gezeigt habe. Dem Horst habe ich es gezeigt, wo wir rumgegangen sind. Er hat gesagt, ja, kenn da alles. Und ich bin dann drauf gekommen, dass es die zwei Stockwerke, wo wir uns da oben befunden haben, das war hinterm Saal 1. Mhm. Die gab es praktisch in gleicher Größe noch einmal hinterm Saal 2. Das habe ich wirklich erst am letzten Tag gefunden. Also es ist einfach unglaublich groß und unheimlich viele unterschiedliche Sachen sind dort zu bewundern. Menschen und Projekte und sie haben auch eine ganze Etage ist Kinderprogramm. Mhm. Weil halt doch mittlerweile wird das Ganze familienfreundlicher, oder man versucht sich das familienfreundlicher zu machen. Für Nerds mit Nachwuchs eben auch geeignet und macht Kinderprogramm. Und da war eine Installation,
Die finde ich noch immer cool, wenn ich daran zurückdenke. Das war im Prinzip eine Sandkiste, was ja jetzt noch nicht besonders spannend ist, wo man drinnen spielen konnte. Und da war dann drüber montiert... Sie war auf dem Tisch, muss man sagen. Ja. Auf dem Tisch montiert, da musste ich sich nicht bücken. Das ist in unserem Alter relevant, aber für dich. Du brauchst die Hände nur ausstrecken. Ja, und da konntest halt modellieren drin. Und ach so. Drüber war dann eine Kamera montiert. Und diese Kamera hat das Bild, also das 3D-Modell gescannt und aufgrund dieses 3D-Modells ein 3D eingefärbtes Bild errechnet, das dann drauf projiziert worden ist. Du hast also aus der faden Sandlandschaft hast du dann auf einmal ein 3D-Modell gehabt, bei dem unten quasi das Meer in Blau war und dann nach oben, wie man so kennt, diese 3D-Höhenschichtbilder und das in Echtzeit alles. Boah, und das war einfach nur, boah, ist das schön. War das einfacher Sand oder war das dieser kinetische Sand, der so ein bisschen zusammen... leben kann, der dann auseinanderfällt? Ich glaube, es war ein normaler Sand. Okay. Es hat, also ich habe nicht reingegriffen, aber es hat ausgesehen wie eine ganz normale Sandkiste. Mhm. Und die Formen waren auch so, wie man es von einer Sandkiste gewohnt ist. Na, das war ein sehr nettes Ding. Aber das war halt nur so ein und eigentlich war das Kinderprogramm, nicht? Aber wir sind ja alle große Kinder. Und womit ich eigentlich nicht gerechnet habe, ist, dass ich dort Leute treffe. Naja, stimmt nicht ganz. Ich habe eigentlich gerechnet, dass ich den Horst treffe. Das hat aber tagelang gedauert. Ja, wir haben aneinander vorbeigetwittert und so weiter. Ich habe dann auch verzweifelt versucht, ihn anzurufen. Ich habe mir dann dort auch eine GSM-Karte genommen. Dort werden nämlich auch zwei zusätzliche Telefonnetze betrieben. Nämlich ein Deckt-Telefonnetz. Ich habe aber kein Deckt-Telefon mitgehabt. Das sind diese alten Schnurlos-Telefone. Also da gibt es ein Telefonnetz und ich hatte mir eine GSM-Karte geholt. Also man konnte sich um 2 Euro eine GSM-Karte holen und dann hatte man im CCH, also im Kongresscenter, drinnen GSM-Empfang und hat damit auch eine Nummer gekriegt und konnte von der Nummer auch international rauswählen, ohne weitere Kosten. Oh. Also ist auch hübsch, um 2 Euro ein internationale Telefongespräche führen zu können. Internet macht man da drinnen sowieso nicht übers Telefonnetz, also das ist kein Thema. Dort hat man WLAN. Und jetzt kommt's. Das WLAN hat funktioniert. Ja. Und zwar bei 23.000 Leuten. Ja, ja. 12.000. 12.000 Leute. Ich bleib dabei, es sind 12.000. Ja. Wie wenig ist auf 23.000? Keine Ahnung. 12.000 Leute. Aber es waren in Spitze bis 8.900 Devices im WLAN zur gleichen Zeit. Und es hat nie wirklich relevante Aussetzer gegeben. Da gibt es auch einen Rechenschaftsbericht dann vom entsprechenden Team dazu. Das werde ich ein anderes Mal dann erwähnen. Faszinierend für mich. Man hat dann auch ein bisschen genauer erfahren, wie sie so die WLANs eben dort betrieben haben. Und dieses Team, das Netzwerk im großen Saal betreibt, hätte jetzt Interesse, ob es Experten gibt weltweit, die mehr als... ich glaube, 4.500 Devices in einem Raum schon geschafft haben, weil sie glauben, dass sie mit ihrer aktuellen Installation an der physikalischen Grenze des WLANs angelangt sind, wie sie die Router ausgerichtet haben, wie stark sie die Router jeweils aufgedreht haben, wie sie die Zellen arrangiert haben und wie die Frequenzauslastung auf den einzelnen Kanälen war, wären sie der Meinung, dass sie jetzt am physikalischen Limit waren. Und das wurde auch gesättigt. Also es gab auch dann wirklich Sättigung des WLANs, physikalische Sättigung. Und das habe ich auch noch nie erlebt, solche Geschichten. Also das, so richtige Nerd-Technik-Themen gibt es halt dann dort auch. Weil ich wurde auch kritisiert, dass wir ein langsam aber sicher zu wenig Nerd-Content haben. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Auf jeden Fall, ja, natürlich. An anderen Stellen, bei anderen Gesprächen habe ich dann wieder genau das Gegenteil gehört. Mhm. Und da komme ich gleich zum nächsten. Das war nur eine sarkastische Ausruf. Aber wir haben eh jede Art von Feedback gekriegt, weil ich hatte unheimlich viel Spaß. Wir haben einige Leute dort getroffen. Das eine ist einmal... Sven? Nein. Sven haben wir nicht getroffen. Ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob er dort war. Gesehen habe ich ihn nicht. Ich kenne ihn zwar nur von Videos, aber ich glaube, ich hätte ihn erkannt. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe getroffen... Wir hatten unser erstes Hörertreffen. Zu dem der Herr Horst Jens allerdings nicht erschienen ist, muss man sagen. Ja. Weil er war schon im Bett. Genau. Weil um eins war er schon im Bett.
Also nicht um 13 Uhr, um 1 Uhr haben wir Hörertreffen gemacht. Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist am Kongress dann halt so drin. Ich muss übrigens zugeben, dass ich fast jeden Abend vor Mitternacht, glaube ich, schon im Bett war, obwohl ich mir immer vorgenommen habe, ja, und um Mitternacht sind noch so interessante Talks. Da ist es erst losgegangen. Ja, aber ich habe es nicht mehr bloink. Ja. Ich habe schlapp gemacht. Und da habe ich unseren Hörer Thomas aus dem Badischen getroffen, mit dem 2 Stunden geplaudert. Mhm. Das war eine sehr nette Geschichte. Danke fürs Bier. Danke auch fürs zweite Bier, das eigentlich für den Horst war. Ah, aber hast du mich würdig vertreten. Wir haben das Bier dann vernichtet, ja. Und da haben auch viel geplaudert, war sehr nett. Ich kann ihn nur wieder dazu ermuntern, er möge doch ins Wiki Sachen reinschreiben. Also eigentlich nicht Wiki, sondern wir haben ja ein Titanpad. Er kennt den Link eh, hat er gesagt. Der kann nämlich aber auch einen Zugriff aufs Dokument haben. Könnte er auch haben. Ja. Der hat nämlich auch ziemlich coole Projekte, habe ich gelernt von ihm. Der hat sich einen Tag in der Woche Auszeit genommen in seiner Firma, in seinem eigentlichen Job, in dem er sonst arbeitet, sonst eine große Firma. Und an dem einen Tag unterrichtet er Kinder im Hardware-Hacken. Das ist cool. Also der so Lötprojekte und solche Geschichten. Und da hat man ziemlich viele spannende Sachen erzählt. Und ich war aber so müde schon, weil es war dann doch schon 2:30 dafür, ich habe nichts mitgeschrieben. Also ich weiß auch nicht die Links zu seiner Doku. Er hat auch erzählt, er hat ein bisschen dokumentiert dazu. Thomas, bitte schick uns. Ja, das hätten wir gern. Wir wollen das auch verlinken und darauf hinweisen, weil das sind echt coole Projekte, was er mir da so erzählt hat. Das macht er aus Gaudi, also nicht zum Geld verdienen. Das macht er nicht zum Geld verdienen, sondern super, aus Spaß und der Freude. Und es waren ein paar ziemlich coole Projekte dabei, was er mir erzählt hat. Das war die eine nette Geschichte. Und die zweite nette Geschichte, das war das beste Erlebnis, das ich überhaupt am ganzen Kongress hatte. Das war am dritten Tag in der Früh. Ich habe dann später vorgehabt, mich mit Horst zu treffen in einem gewissen Hörsaal. Das war schon ausgemacht, aber es war noch Zeit vorher. Ich war ziemlich übernächtigt eigentlich. Und hier in Wien ist ein Backup fehlgeschlagen. Das heißt, ich wollte noch ein Backup wieder auf gleich richten, auf einen Server bei mir, wollte mich einloggen. Und es gab eben auch sicher ein paar hundert Shared Tables. Das waren einfach leere Tische mit Steckdosenleiste drauf, wo du dich hinsetzen kannst und wo du machen kannst, was du willst, solange du niemanden anderen da jetzt irgendwie störst oder so. Nicht? Ich muss mal dazu sagen, es war auch sehr cool, weil ich bin absolut ohne Mehrfachsteckdose ausgekommen. Ja. Und ich habe überall gab es Strom. Und Netzwerk sowieso. Auch. Ja, es ist... WLAN. Nur WLAN? Es gab keine WLAN. Dosen? Keine Dosen. Alles kein WLAN. Ethernet? Also für die normalen User, WLAN hat eh funktioniert. Es haben schon welche gehabt, so LAN. Ja, wahrscheinlich. Also, du hast es nicht gebraucht. Du hast halt so einen Switch hingehen müssen. Also du hast schon die Gigabit-Switches in der Wand auch gehabt und so. Auch von der Infrastruktur vom Haus und teilweise haben sie es auch erweitert und so. Aber es war, also für einen normalen Use-Case war einfach kein Bedarf, weil auch das WLAN immer funktioniert. Vielleicht war eine Steckdosen Power... Power Ethernet. Ja, ist andersrum. Powerladen. Vielleicht war das auch integriert, die keiner wusste es. Die haben nicht so ausgesehen, das waren so die Achtfachverteiler, die üblichen Plastik. Ja, das sieht man auch nicht. Du steckst das Ding selber rein und dann guckst du, ob da was drin ist. Na, wie auch immer, ich setze mich dorthin, klappe auf, fange an, eigentlich mein Backup da, mich anzumelden am Rechner, um das Backup einzuspielen. Ich habe so einen kleinen orangen Laptop, ich weiß nicht, habe ich den schon? Nein, habe ich noch nicht mitgehabt. Das ist so ein Sony, so ein 10 Zoll altes Gerät, aber schaut. Z1 oder so. Ich glaube P1 und V1, da gibt es ein paar, die alle ziemlich ähnlich aussehen. Sind so wie längliche Taschenbücher, schauen es eigentlich aus, die man dann aufklappt mit einem extremen Seitenverhältnis. Ich glaube, ich weiß nicht, 20:7 oder irgend sowas. Und mit wahnsinnig hoher Auflösung. Ja, ja. Das war eigentlich schon ein Retina-Display, obwohl das Ding ist, glaube ich, 7 oder 8 Jahre alt. Genau. Und ich klappe das Ding auf, fange darauf an zu arbeiten, stürmt von einem Nachbartisch einer zu mir her. Du hast doch Linux darauf zum Laufen gekriegt, ohne Probleme. Und ich sage, naja, laufen tut's, du siehst. Aber es gibt halt schon gewisse Kinkerlitzchen. Also der hat 2 gröbere Bugs. Das eine ist, dass bei einem hellen Hintergrund flackert das Bild so ein bisschen. Und das zweite ist, mit dem, der hat in der Mitte noch so einen Knubbel als Cursor-Ersatz. Checkpoint. Das ist die Zeit, nur die Uhr, die da bimmelt. Bin im Flugmodus. Kannst du dich wieder entspannen? Wir sind gerade schockiert. Weil der Biertaucher fängt in einer halben Stunde an oder so, angeblich.
Oder grau oder irgend sowas. Na gut, also der zweite hat seinen Knubbel in der Mitte und der fährt dann immer hin und wieder der Mauszeiger auf gut Glück in irgendeine Richtung, wenn er gerade will. Das haben Trackpunch leider so an sich. Aber also unter Windows haut es hin, unter Linux nicht wirklich. Ich habe dann gelernt, ja, an dem lag es gar nicht, sondern da lockert sich dann der Stecker. Der Junge hat mir das dann erklärt ein bisschen und hat gesagt, ja, nicht, wenn ich hier die gleichen Probleme habe, dann schade es. Mhm. Aber er hat mir geholfen gehabt. Also die Leute, die dich um was fragen kann, zahlt sich oft einmal aus, da zurückzufragen, kann sein, dass sie dir helfen. Und wie ich gerade so mit dem rede, an meinem runden Tisch saß noch ein anderer junger Mann, der sich dann, als wir fertig waren, zu mir rüberdreht und sagt, bist du ein Biertaucher? Bei 12.000 Leuten, wo ich nur deswegen geredet habe, weil mich der vom Nachbartisch angeredet hat, wegen diesem exotischen Laptop. Mhm. Er kennt mich deswegen an der Stimme, unser Hörer Martin aus der Schweiz. Martin Vögeli. Schöne Grüße. Leider haben wir uns nicht gesehen am Kongress, aber extrem cool. Ich habe dann 2 Stunden das Vergnügen gehabt. Wir haben uns über alles Mögliche ausgetauscht. Es war sehr interessant, weil wir haben beide, also ich habe Lehrer-Vergangenheit, er hat Lehrendentätigkeit Gegenwart. Das war ein netter Austausch. Wir sind beide Selbstständige. Wir haben uns darüber ausgetauscht, wie das in der Schweiz ist und wie das in Österreich ist. Das hat mir viel Freude gemacht. Und dann am letzten Tag oder vorletzten Tag, ich habe schon gar die Tage nicht mehr so ganz... Es verschwimmt alles. Ja, es verschwimmt ein bisschen. Aber es wird so lauwarm, angenehm lauwarm. Verschwindet. Es ist immer angenehm dunkel dort. Ne? Man will gar nicht nach Hause. Man weiß ja nicht wirklich, ob jetzt Tag ist oder Nacht, weil die meisten Fenster sind sowieso verdunkelt. Viel beleuchtet. Du hast dort Nerds, du hast dort Strom, du hast dort WLAN, du kriegst zu essen. Essen, du kannst dich in irgendein Sofa legen, wenn du mal kurz müde bist. Also, Biermatte. Also man hat sehr wenig Bedürfnis, überhaupt das Kongresszentrum zu verlassen. Du hast mich immer wieder rausgeschleppt zum Podcast aufnehmen. Ja, wir haben im Freien, also es ist zwar noch nicht geschnitten und noch nicht veröffentlicht, aber wir haben jeden Tag auf Englisch gepodcastet, ganz brav. Jeden Tag? Also außer am ersten Tag, wo wir uns noch nicht getroffen haben. Nicht taglang, aber insgesamt gibt es eine schöne Folge, glaube ich. Wieder zurück zu Podcast und zurück zu Treffen. Wir haben unseren Flatterer Ayuvo getroffen. Ja. Also der ist nicht nur ein Phantom. Also, ja genau, ich habe mir auch gedacht. Das ist ein Mensch. Das ist nicht anonymer Spender, sondern den gibt es wirklich. Und real. Ja, den kann man so anzapfen, anfassen. Anzapfen und kommt Bier raus. Nee, er hat uns auf Limo eingeladen. Das Bier war leider aus. Ja, da kommt Bier raus. Da kommt Limo raus. Und es kommt Flatter raus. Also. Ja. Ah. Das ist ja auch nicht schlecht. Also Hostinggebühren und so. Sehr interessant. Hostgebühren. Der ist nämlich selber auch ein Podcaster. Ja. Hat wesentlich mehr Hörer als wir. Ja. Und bezeichnet sich selber als Nische. Als Nische, ja. Das war dann, na gut, okay. Aber wir arbeiten jetzt. Was sind wir dann? Die Nische von der Nische? Ja, die Spinnenweben in der Nische. Ich habe das für Deutschland und Österreich, muss die Einwohnerzahlen vergleichen. Und wenn wir jetzt so 200, 300 haben und er eben, was hat er gehabt? 2.000, ja. Und Deutschland hat aber 10-mal so viele Einwohner, dann bleibt sich das gleich. Und der arbeitet jetzt auch an einem interessanten Projekt, das er uns per Titanpad gebeten hat zu vermelden. Juhu, es gibt noch einen, der das Titanpad verwendet. Wow. Und zwar hat er direkt ins Titanpad? Ja, da direkt reingeschrieben. Okay, cool, da habe ich eine ganze Menge Sachen von ihm. Nämlich, das ist das Sender-Projekt. URL dazu ist der Sender.org. Er hat ein T-Shirt angehabt, Sender stand drauf. Genau, weil er ist der Sender. Genau, und es gibt die Empfänger, da hat man natürlich auch T-Shirts kaufen können. Oder wird so irgendwie. Jupp. Ja. Reinschauen auf die Webseite, Details anschauen. Ist jetzt absichtlich Sender und... Ja. Das heißt also, die Podcaster tragen Sender und die anderen Empfänger. Sprich vielleicht du, bevor ich jetzt so viel Blödsinn erzähle, weil ich habe nur noch so... Er ist der Sender, weil sein Projekt heißt der Sender. Ach so, an dem er arbeitet. Dann Empfänger. Also es ist ein Medienprojekt, wo er eine neue Art Kommunikationskanal aufbaut. Für mich hat es so gelungen wie so eine Art Fernsehsender oder Medienunternehmer, aber von Podcastern. Ja, aber auch nicht nur Podcaster, sondern es ist weitergefasst, es ist webbasiert. Man wird sehen. Es ist eine Crowdfunding-Geschichte. Also wir wollen erst einmal Geld. Genau. Also auf dersender.org findet man alle Details, bevor wir weiteres Falsches erzählen. Seinen Podcast gibt es auch, das ist der damals TM-Podcast. Also das ist auch so ein bisschen ein historisch angehauchter Nerd, nicht ein bisschen, das ist ein historisch angehauchter Nerd-Podcast. Ich habe mittlerweile auch schon auf die Webseite geschaut, gibt es ein paar interessante Themen. Das Coole ist ja prinzipiell zeitlose
Themen oder zeitloser als unsere Folgen. Zum Beispiel, man redet halt über ein Thema, wie es damals war. Und deshalb werden auch seine alten Folgen sehr oft gehört, wenn es einfach wenn das Thema wieder Mode wird. Ja, okay, das ist natürlich wahr. Auf Twitter ist dieser Podcast damals TM, also @damalsTM. Und was er uns auch noch geschickt hat, ist auch eine Sache, über die wir gesprochen haben. Er meint nämlich, also diese ganzen Podcaster, das sind ja alles Mac-User. Wenn man so schaut, auch dort so haben wir gesehen, das ist mir aufgefallen. Alles Mac-User, Apple-User. Ich nicht. Ja, wie sagen wir mal, dort die ganzen. Hier am Tisch sitzt kein Mac-User. Ja, okay, hier nicht. Okay, ja. Aber dort beim Sendezentrum, wo ich dann auch noch ein bisschen drüber rede, lauter Mac-User. Das konnten wir ja auch bei dem Podcaster-Treffen sehen. Ja, alle Macs. Ja. Und muss schon froh sein, sie haben wenigstens kein Windows. Er ist aber eben kein Mac-User, sondern ein Linux-User. Und da hat er einen sehr interessanten Vorschlag gehabt. Und was er gerne hätte, also er meint, das sollte halt mal jemand machen, ist eine Linux-Distribution für Podcaster. So dass man alle Tools, die man so hat, gleich praktisch beisammen hat. Und einen Browser, wo alle Bookmarks, zum Beispiel der Biertaucher-Podcast, ganz oben. Bookmarks, genau. Ah, das wäre eine tolle Idee, ja. Oder irgend so, eigentlich müsste es nicht eine komplette Distribution sein, sondern einfach nur irgendwas in fix und fertig Linux-Installation. Ich wusste, er kann's. Ja. Ja, ich habe schon Dennis mal eine Hirn arbeitet schon. Ja, mit ganz eigenwilligen Sachen. Das meine ich nicht, ich wusste, er kann's. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich kann. Du weißt nicht, wovon ich rede. Ich rede nicht von Distribution. Okay, was du, glaube ich, aber auch kannst. Ja, das okay. So jetzt kommt's. Ich habe schon mitgekriegt, dass du unterwegs bist. Wenn du willst, kannst du es zumindest lernen. Und um Sorglospaket für aber sagen wir mal so, ich bräuchte mindestens 2 Tage. Und aber, das ist ziemlich... Ja. Nein. Aber dieses Mal müsste mal, das kannst du auch. Man müsste mal, okay, das kann ich. Du hast nämlich auch gesagt, ja, das müsste man mal machen. Ja. Und hast es dann ausgebreitet in weiteren hübschen Konjunktiven. Und das ist Hubeln. Konjunktiv 2, um ehrlich zu sein. Haben wir ich benutze den Konjunktiv 2, weil ich den ersten. Einen Radler hätte ich gerne noch. Dieses, man müsste doch, man sollte doch mal, man könnte doch. Mhm. Also das heißt, Konjunktiv 2. In CCC-Kreisen Hubeln. Haben wir gelernt von Ayubo. Hubeln. Hubeln haben wir von Ayubo gelernt. Aha. Nach einem gewissen Herrn Andreas Hubel. Der ist die ganze Zeit gesagt im Münchner CCC aktiv ist und der halt immer wieder das so hochgebracht hat und so Vorschläge gemacht hat, aber nichts davon dann umgesetzt oder auch nichts vorangetrieben, wirklich nicht konkret. Ja. So dass dann erfunden worden ist, solche Sachen bei Sprüchen dann, das sind schon 0,1 Hubel oder 0,2 Hubel. Das heißt also, wenn das ausgesprochen wird, aber es, die Umsetzung noch gar nicht. Ja. Und wie sehr man das, wie weit man das dann treibt und wie überspitzt man das Ganze dann macht. Und was ist dann ein Hubel? Das ist praktisch von einem Menschen nicht erreichbar, das ist, was der Herr Hubel selbst macht. Der ist der Maßstab. Was der Herr Hubel selbst macht? Also nur wenn er selber ist, umsetzt es nicht überhubeln. Du kannst ihn praktisch nicht überhubeln, das ist nicht drinnen. Da müsstest du noch mehr reden und noch weniger machen, sozusagen. Ja. Und... das hat sich dann rumgesprochen. Also ursprünglich war das aus der Hamburger Gruppe, aus der Münchner Gruppe. Und dann haben sie festgestellt, dass das in Stuttgart auch verwendet wird. Hat ein Münchner dann gehört, der war dann ganz baff. Mhm. Auch als Hubeln. Auch Hubeln mit ein bisschen einer anderen Bedeutung. Das war aber dann aber so, nämlich etwas überhubeln. Also das habe ich vorher so ein bisschen gemacht, wo ich mich so zu dir gedreht habe und das so ein bisschen zu dir geschoben habe, versucht habe, dass du diese Linux-Distribution zu sagen. Das ist überhubeln. Ah, okay. Im Stuttgarter Sinn. Und dann gibt es auch noch das Projekt Githubel. Wo das Ideen gesammelt werden. Ein GitHub-Repository, wo Ideen gesammelt werden, die wahrscheinlich nie irgendjemand umsetzt, die man doch mal machen sollte. Das gefällt mir sehr gut. Das ist von den Berlinern gemacht. Also das ist mittlerweile ein deutschlandweites Phänomen. Ja. Und jetzt müssen wir noch jetzt habe ich mich schon bemüht, es halbwegs podcastgerecht zu erzählen. Man müsste doch jetzt eigentlich eine Domäne anmelden dazu. Gibt's schon. Das heißt, das wäre jetzt schon ein Hubel. Das ist weggehubelt sozusagen. Das ist nicht mehr Hubel. Ah, okay. Das müsste man nicht mehr machen, weil das ist schon erledigt. Ah, okay, gut. Ja. Aber man könnte sagen, man müsste darüber podcasten, aber auch das ist schon erledigt. Habe ich gerade gemacht. Mhm. Man sollte sich durchaus noch das YouTube-Video dazu anschauen, wo
auf einem Easter Egg letzten Jahres in Form der Lightning Talks dieses Thema Hubeln von jemandem vorgestellt wurde, weil der will das aus der Welt hinauskriegen. Dass das allgemein... Dass das die Leute einfach nicht machen sollen, sondern sie sollen sagen, bitte, Dennis, kannst du diese Linux-Distribution für uns machen, dass wir das endlich erledigt haben? Nee. Und nicht sagen, kannst du dann immer noch sagen, aber dann sind die Fronten geklärt, du wirst das nicht machen. Aber dann ist ja kein Konjunktiv 2 mehr. Genau, ganz genau. Und dann ist es eben kein... Ich muss jetzt aufklären, was ein Konjunktiv 2 ist. Wenn du etwas hubelst, dann benutzt du den Konjunktiv 2. Also der Konjunktiv 2 ist etwas... Konjunktiv heißt doch, ich könnte. Ich könnte. Ja, ich könnte wäre eine Form. Also der Konjunktiv 2 ist etwas, was leider im Aussterben bedroht ist. Und ich benutze den Konjunktiv 2 ziemlich häufig und sehr exzessiv, was dazu führt, dass manche Leute mich nicht mehr verstehen. Kannst du ein Beispiel geben? Ja, ich suche gerade selber ein gutes Beispiel. Oh Gott, jetzt fällt. Es ist so natürlich für mich, dass es. Kannst du später mal darauf referenzieren. Jetzt wissen wir ja, was Hubeln ist. Ja, also ich würde. Also Würde ist automatisch Konjunktiv 2. Wenn du etwas sagst, wo das Wort Würde drin vorkommt, ist das automatisch Konjunktiv 2. Die Würde des Menschen ist unteilbar. Nein. Ich würde sagen, das ist Quatsch, wäre Konjunktiv 2. Schon bereits durch das Wort Würde. Mhm. Die meisten setzen, wenn überhaupt, das Wort Würde ein, aber eigentlich wäre es richtig... Würde als Verb jetzt. Ja, genau, also würde sagen. Aber eigentlich müsste es lauten, ich sagte. Achso, und sagte wäre aber auch Konjunktiv 2. Ja, aber das ist ja nicht verwechselt. In diesem Fall zufällig. ist zufällig dasselbe Wort, aber eine andere Semantik. Also bei Essen, ich äße. Das ja, genau, gerne. Richtig. Also, wollen Sie Kaiserschmarrn? Ich würde das gerne essen oder ich esse das gerne. Ja, ich esse den Kaiserschmarrn gern. Ja. Ich schmerte den Kaiserschmarrn. Ich ginge gern die Treppe runter. Okay. Ich will dich nur darauf aufpassen, du solltest dich in Zukunft, was Sprache angeht, hüten, weil uns auch Theaterwissenschaftler zuhören. Die auch angekündigt haben, dass sie in Zukunft vielleicht mal mit uns mitpodcasten werden. Podcast? Das ist ein Badener, den ich dann auch getroffen habe. Ein Badenser? Nein, weil es ist wirklich ein Badener aus Baden. Ach so, der kommt aus Berlin. Österreich. Und daher ist er kein Badenser. Ja, gut. Ich wollte das nur klären. Er ist nicht aus dem Badischen. Das war jetzt der Thomas oder wie der Name? Nein, da ist mir der Name nicht entfallen. Das ist nämlich der Gregor. Aber nicht unser Gregor, sondern ein anderer Gregor. Der dann auch unser Gregor wäre. Okay. Wenn er kommen würde. Wenn er kommen würde. Wenn er käme auch. Okay. Also ich finde, er sollte jetzt dann wohl kommen. Müsste man ihn noch jetzt einladen? Eigentlich nicht. Weil eigentlich ist er von mir schon eingeladen worden. Daher ist also auch Gregor, das Hubeln ganz nicht ganz offiziell, du bist eingeladen. Ja. Man lüde ihn doch ein. Wir freuen ihn. Wir freuen uns. Wir freudet. Wie geht Freuen in Konjunktiv 2? Wir freuten uns. Ja, das glaube ich. Ist deiner ein Anwesenheit wäre sie gegeben. Wir freudeten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe freuten. Ja, ich habe das noch nie verwendet. Ja. Und der Österreicher würde sowieso sagen, ich dadat mich freuen. Genau. Das, das ist ja wieder ganz spezielles. Und unser Gregor, falls du nächste Woche auch nicht kommst, habe ich eine ganz böse Verwendung für das Wort Gregorn. Das ist dann für Wegbleiben. Oder nicht kommen. Ja. Darf ich da doch mal etwas zwischenwerfen, weil das mir gerade eingefallen ist? Bei Namen, und zwar, wenn ein Kind muss man ja anmelden beim Standesamt, oder beim Einwohnermeldeamt oder sonst wo. Ja, hallo, ich habe ein Kind bekommen. Ja, und wie heißt das Kind? Keine Antwort bedeutet, dass nach einer gewissen Zeit das Amt selber also einen Namen wählt. Das hat eine Folge, dass du dein Kind nicht Google-Scheiße oder so irgendwie nennen kannst, ne? Es gibt gewisse Richtlinien, wie ein Kind in Österreich zu heißen. Ja, das auch noch. Aber das wollte ich nicht sagen, sondern wenn man gar nichts sagt, sozusagen keinen Namen nennt, dann wählen die einen Namen aus. Und wobei es doch viel nerdmäßiger wäre, dass jedes Kind eine fortlaufende Nummer hat. Das wäre so assig.
die du irgendwie aktuelle das war ziemlich üblich bei den Römern. Dass die Nummern bekamen? Ja, der Primus und so. Ah, okay. Naja, so und so viel der Sohn von so und ja, so. Ja. Ja. Aber wenn ich das richtig gehört habe, ist da der Name, der vergeben wird, Gregor. Na echt, Gregor ist für die, wo die Eltern sich keinen Namen haben. Ich habe sowas gehört. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber das ist das Letzte, was ich gehört habe, als ich mal den Namen Gregor... haben da die Eltern vergessen, den Sohn anzumelden und haben da, dadurch den Namen Gregor... also Dennison ist etwas kann als Fakt verkaufen, was man irgendwo keine Ahnung hat. Moment, ich... Nein. Und das weiß ohne Quellenangabe. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Es ist mir nur gerade eingefallen. Aber ja, das müsste mal nachgehen. Müsste mal mal... Das hubbel ich mal. Also ich hubbel jetzt nachgehen. Als jemand, der den Familiennamen Jens trägt, was ja auch ein Vorname ist, ja, muss ich sagen, in Österreich gibt es auch den Familiennamen Gregor. Wie fast jeder Vorname in Österreich und im deutschen Sprachraum auch ab und zu ein Familienname ist. Ja, stimmt. Mir ist aufgefallen, dass in Österreich viele Nachnamen irgendwie in meinem Ohr wie eine Beleidigung manchmal klingt. Also Uhudler. Uhudler, das ist ein Schnaps. Ja, aber ist das nicht auch der Familienname, die den brennen? Kann durchaus sein, ja. Wir haben nichts. Das ist ja üblich. Ne? Ist nicht Uhudler ein Wein? Ja, ich glaube auch Schnaps, ein Wein. Ein alkoholisches Getränk. Ja. Was nochmal verdeutlicht, dass Österreich... Das ist Schnapser heißt oder Schnaps. Ne? Ja, was gibt's denn noch? Scheißwohl. Ja, das klingt auch ein bisschen wie eine Beleidigung. Also das ist nicht ein positiver Wunsch. Scheiß wohl? Ja. Was bedeutet das? Na, du mögest wohl scheißen. Ich finde, wenn wir schon beim Thema Familiennamen sind, den allerbesten Familiennamen hat ein ehemaliger tschechischer Außenminister gehabt, nämlich Dienstbier. Ich finde, das ist so geil. Dienstbier? Dienstbier. Das finde ich göttlich. Was bedeuten eigentlich eure Nachnamen? Da ist nicht viel drinnen. Das Hasel ist wohl Haselstrauch und so. Du heißt Stefan Hasling. Ja, und das der Inger ist hinten dran auch nichts Aufregendes. Ja. Das gibt nichts her. Ja, das ist aber auch, klingt auch schon fast wie eine Haslinger. Aber nur ins Deutsche aussprechen. Ja. Ja. Und wenn ich es österreichisch ausspreche, dann wäre ich in Deutschland mit stummem H geschrieben, was auch sehr nett ist. H-A-H ist dann, ja. Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Haslinger. Weil die wollen es Haslinger ausgesprochen haben. Ja, es ist Haslinger. Wir vernörden total, aber wie würden die dann Haslinger aussprechen? Keine Ahnung. Nachtrag zum Hubeln. Diese Domäne heißt githubel.com, wo die Projekte sich befinden. Und von der gibt es ein GitHub-Projekt. Das ist ein GitHub-Projekt, das verweist auf ein GitHub-Projekt. Cool, ja. Und das Zweite noch, ich habe mich bemüht, das hier jetzt podcastgerecht dazu bringen, aber trotzdem, das Video solltet ihr euch auch dazu anschauen. Das letzte Highlight ist nämlich dann, dass der Herr Hubel live auftritt. Der ist nämlich bei dieser Vorstellung des Begriffs Hubeln auch im Saal gesessen. Und wusste nichts davon. Und er hat sehr freundlich darauf reagiert und hat noch einige Sachen erklärt, warum er sich so verhält, wie er sich verhält und so weiter und was sonst so passiert ist. Also eine sehr nette Geschichte. Okay, cool. Ja, so viel zum Hubeln. Ja, das ist was für Sprachwissenschaftler. Das wäre was für Martin Hase. Hat den Vortrag jemand von euch angeschaut? Nein, habe ich nicht angeschaut, habe ich nur gelesen. Okay, ich habe mir die Aufzeichnung angeschaut. Und, also obwohl du nicht am Kongress warst, hast du einen Vortrag gesehen, den wir, obwohl wir am Kongress waren, nicht gesehen haben. Ja, also nicht schwierig. Ich habe die wichtigsten langsam durch. Und Martin Hase und ich habe jetzt vergessen, wie der andere heißt. Es ging diesmal um deutsche Politik mal wieder. Mhm. Aber diesmal ging es darum, dass Politiker nicht unbedingt lügen, sondern... nicht sagen. Oder ja, dass sie es verschleiern oder viele Füllwörter, Blähwörter verwenden. Und es war ziemlich interessant. Also Politiker lügen nicht, sondern sie blähen es nur auf, was sie nicht sagen. Also, was ich grundsätzlich immer sage. Ja, sie reden viel, aber sagen nichts. Eine Hörempfehlung? Anschauempfehlung wäre das in diesem Fall. Ja, definitiv. Also letztes Jahr, glaube ich, fand ich es nicht so interessant, aber dieses Jahr, boah, das war mal wirklich gut. Wenn wir schon beim Thema 32C3 Video-Nachguck-Empfehlung sind, ich kann sehr empfehlen den Talk vom...
Max Schrems. Max Schrems, danke. Ja. Ich weiß sogar, was er sagen will. Den habe ich auch noch auf meiner Liste. Und ich war live dort und ja, sehr, sehr nett. Ich habe gedacht, ich kenne mich über das Thema halbwegs aus, aber trotzdem sehr viel gelernt dazu. Und der junge Mann hat ein schönes Talent. Er kann juristische Sachverhalte, die für mich jetzt nerdig sind, aber nicht halt von meiner Nerdblase, sondern aus einer anderen Blase, sehr gut erklären für Laien. Ich habe mir dann nachher auch noch, Talent, glaube ich. Ich habe mir dann nachher auch noch eine Session gegeben, habe wieder was Neues gelernt im Vokabular, im Fachvokabular dort. Die AMA-Sessions, kennst du die? ARMA oder AMA? AMA, Anton Martha Anton. Nee, sagt mir nichts. Ask Me Anything. Was man von Reddit und so kennt. Aha. Also das war dann ein kleiner, das erste Vortrag, von dem der Horst erzählt hat, war glaube ich im großen Saal. Der war also der war wieder gerammelt voll natürlich. Also der da vorne stand, den konnte man alles fragen. Beim ersten Talk noch nicht. Naja, da hat Vorsicht, okay. Normalerweise war nach jedem Talk ein bisschen Sessions und Publikumsmikrofone, aber weil da halt zu viele Leute waren, haben sie das dann in eine eigene Session übergeben. Und das Interesse zu groß war? Hat man dann gesagt, man macht doch so eine AMA-Session, wo sich dann noch einmal 30 Leute getroffen haben, wo wir ihn dann noch einmal Sachen fragen konnten. Es ist eine Sache nämlich, die mich auch für die Zukunft interessiert, darum bin ich dorthin gegangen. Er hat gesagt, es würde ihn etwas reizen zum Thema Security, also Sicherheitseinschätzung für Laien, was Hardware und Software angeht. Es gibt ja in Deutschland so die Stiftung Warntest, die Produkte testet, ob sie Qualität haben. Ja. In Österreich gibt es da, vielleicht kennt man das gar nicht so, aber in Österreich gibt es die Zeitschrift Konsument, die sehr viel da zusammenarbeitet und den Verein für Konsumentenschutz. Und er hat gesagt, er hätte gerne sowas wie den Stiftung Warnschutz, nur halt für Datensicherheit. Ich glaube, er meinte es anders. Ich kann mich jetzt wieder erinnern. Und er nennt es Stiftung Datenschutz. Ja, ich kann mich nur erinnern, dass er eine App haben wollte. Also Stiftung Warentest testet ja. Er wollte es so haben, dass man mit der App scannen kann, Barcode oder sowas von einem Gerät, und dann kommt das Gerät und dann steht da anschließend Empfehlung oder nicht. Und ich meine, das ist alles Content, der durch die User selbst gegeben wird und nicht durch ein Gremium. Nein, sondern durch ein Gremium. Ach so, okay. Wobei schon Kraut gesourced und Kraut gefundet. Also er stellt sich vor, dass das ein Verein wird. Ja. Und er hat gesagt, er ist halt Jurist und er arbeitet halt mit vielen Juristen zusammen. Ja. Aber hier hat er jetzt gerade, wo er vor den 3000 Leuten stand, sagt er, hier habe ich jetzt gerade Zugang zur Zertech-Community. Ihr habt das Know-how, Sachen zu bewerten, was Security angeht, sodass es auch der Nicht-Security-Experte dann eben durch dieses Siegel, das du besprochen hast, nachdem er einen Artikel angescannt hat oder ein Produkt auf einer Webseite gefunden hat, nachdem er das dann eingegeben hat, schauen kann, ob das empfehlenswert ist oder nicht. Und er hat ein Venn-Diagramm gezeigt, also wo so mit sich überlappenden Kreisen, was ja nicht nur diesen spezifischen Fall anspricht. Er hat gemeint, es gibt halt Leute mit technischer Expertise und Leute mit juristischer Expertise und sehr wenig Überlappung dazwischen. Ja. Und die sich juristisch gut auskennen, sind meistens per Definition keine Techniker und beschließen dann aber Gesetze. Die sich technisch auskennen, sind meistens per Definition keine Juristen. Das ist echt wahr, das Problem kenne ich. Bei der politischen Willensbildung. Okay, das heißt, ich muss mir dieses Video ganz anschauen. Ja, ich habe nämlich nur der Talk kurz überflügen. Heißt Safe Harbor und es ist absolut wert, sich das anzuhören. Und es war dann eben auch wirklich eine Freude. Der ist ja eigentlich ein Österreicher, aber der hat an einer amerikanischen Uni studiert. Max Schrems war das, oder? Ja, Max Schrems. Ja, okay, der macht das. Ja. Ah, okay. Ja, der macht das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Und hat dann an einer amerikanischen Uni studiert, ist also fließend Englisch, hat auch einen Vortrag auf Englisch gehalten. Und dann auch die Ask Me Any Session, aber ein unheimlich zugänglicher Mensch auch und ein nicht exaltierter, nicht abgehobener Mensch. Das war generell die Beobachtung dort eigentlich, dass alle Leute waren einfach erreichbar. Man hat einfach Sachen fragen können, ob man jetzt in der Blase war oder ob man halt kein Experte dort war, sondern ein Noob halt in der Ecke war. Das ist auch immer toleriert worden. Ja. Und dann hat halt immer der Counterpart versucht, sich auf einen einzustellen und zu schauen, ob auf dem Niveau zu antworten, dass das ankommt. Mhm. Und der Max Schrems kann das unheimlich gut. Also das würde ich gern so können für mein Techie-Zeug, wie er das für seinen Juristen-Zeug kann. Ja, wirklich. Okay. Dann hätte ich noch was anderes zu erzählen von dort. Dann bin ich, glaube ich, mit den Eindrücken so fertig. Das ist das Sendezentrum. Das war auch sehr cool. Das war auch sehr cool. Dann war das schön gefühlt das Herz von dem Ganzen, weil egal in welchem Saal man wollte, man ist immer daran vorbeigelaufen. Ja. Und das
stimmt in gewissem Sinn auf mehreren Ebenen auch. Das Sendezentrum einerseits war dort einmal so eine Assembly, also wo sich Leute getroffen haben, aber eben auch mit einer Bühne mit sicher 100 Sitzplätzen, wahrscheinlich waren das sogar mehr, wo dann von live gepodcastet worden ist. Aha. Also zum Beispiel eine Episode Freakshow ist dort gepostet worden, die ich mir angeschaut habe, die viel Spaß gemacht hat. Eine Episode Not Safe for Work ist dort gepostet, gebroadcastet worden und aufgezeichnet worden vor Publikum. Und was auch, weil ich gerade einmal müde war, habe ich mich eingesetzt, habe ich einen Podcast gehört über die diversen Mate-Sorten. Auch das gibt es. Also das ist Moment, es gibt einen Mate-Podcast? Eine Folge. Ach so, okay. Eine Folge war rein über Mate, und zwar war das der Genusscast, den ich bisher noch nicht kannte. Und der war eben über die unterschiedlichen Mate-Sorten. Ja? Ja, apropos Podcast, ist das, wie ist das eigentlich bei anderen Podcasts? Gibt es dort auch im Hintergrund quengelnde Kinder und solche Störgeräusche? Nein, die haben alle im Vakuum aufgenommen. Ja, und mit High-End-Hardware und so. Ich war da sich immer in der International Space Station. Ich habe keine Stunden, also, wirklich aufhängen. Das eine Eck war diese Bühne eben, also dieses Eck ist eigentlich groß. Und dort haben auch stattgefunden Meetings einfach, also wo nicht live aufgezeichnet worden ist. Und vorgestellt worden hat dort ein gemeinsamer Bekannter von uns, nämlich der Daniel Messner, sein Projekt der Podcast-Patinnen. So wie es ja es gibt am Kongress auch die Chaos-Patinnen, die versuchen, Neuankömmlinge am Kongress, schüchternen Leuten zum Beispiel zu helfen, wie kann man umgehen, wo kann man hingehen und so weiter. Wer also ein bisschen Unterstützung gerne hält, der kann dorthin gehen. Und wer mit Podcasten anfangen will, der kann zu den Podcast-Patinnen gehen und sich da ein bisschen unterstützen lassen. Das I muss dazu sagen, ist groß. Also ist groß geschrieben, ja. Und im Zuge dessen gab es auch eine Veranstaltung dort, wo so gefühlt 50 Podcaster zusammengesessen sind, wo wir uns einmal kurz ausgetauscht haben. Ich nicht dabei war und du irgendwie doch ein Podcast repräsentiert. Ich war da. Also zum Glück habe ich Stefan. Jetzt kein Kongress mehr ohne Stefan. Da hat mich unser Theaterwissenschaftler aus Baden kennengelernt, auch bei dieser Geschichte, wo ich mich kurz vorgestellt habe. Und ich habe eben auch gesagt, als eine Sache für Podcast-Patentum, naja, man kann ja bei uns vorbeikommen in der Zypresse, das ist die niedrigste Einstiegshürde überhaupt auf den Straßenbahnfahrschein und kann einfach anfangen zu podcasten und dann auch in weiterer... Wir haben auch eine gewisse Erfolgsquote, weil der Haustechnik-Podcast von Peter Schleinzer ist bei uns eigentlich gestartet. Ja. Und der hat uns dann weit überholt mit den Zahlen. Und das ist üblich. Ich sage da Bitcoin-Update. Ja, ist eigentlich auch. Ja. Die haben auch bei uns angefangen. Also kommen mal vorbei und quatschen über Projekt, kommen vielleicht nochmal dabei. Ja. Wir tun auch gerne, also jetzt haben wir es längere Zeit nicht mehr gemacht, weil ich noch ein bisschen faul bin in der Beziehung, aber wir tun auch gerne, wenn jemand kurze Podcast-Werbung hat, tun wir die auch gerne bei unserem Podcast dazufügen. Und es waren auch viele eben Interessierte, die sich überlegt haben, was zu beginnen oder schon mal begonnen haben und gescheitert sind und so weiter. Und die dann teilweise auch an der Technik gescheitert sind. Und ich habe eben auch gleich... Cool, diese Distro, ne? Ja, aber ich habe gleich auch im Zuge dieser Vorstellung gesagt, halt, wir sind eigentlich ein Low-Tech-Podcast. Also wir nehmen einfach mit diesen Audio-Rekordern auf. Also es muss nicht sein, dass man anfängt mit den Behringer-Headsets um 250 Euro. Also du hast eine Lanze gebrochen für Dilettantismus, für den wir hier seit 217 Folgen treiben. 237. Also du, wir nicht. Ja, nicht, ja. Aber man kann zumindest einmal so anfangen, wenn man dann meint, es reicht einem nicht die technische Qualität, kann man noch immer was anderes machen. Stimmt. Aber man kann ja mal so anfangen. Ja, stimmt, genau. Ja. Und das, ich das muss war sagen, halt durch die Verbreitung der Smartphone, also es gibt ja auch sehr qualitativ gute Smartphones mit guten Aufnahme-Apps, kann eigentlich jeder Smartphone-Besitzer wirklich mal Low-Level anfangen, einen kleinen Podcast machen. Für längere Zeit ist dann wahrscheinlich nicht ganz das Wahre, aber... Ja, also ich habe Aufnahmen mit meinem Mobiltelefon. Nochmal als Werbung, es ist ein Moto X Play. Mit Android. Kannst du störungsfrei aufnehmen damit? Naja, ich habe mal scherzhaft das Adventssingen aufgenommen und ich würde es nicht unbedingt. Gut, das ist aber Gesang, ist ein Unterschied, ob du Sprache aufnimmst oder. Ja, aber trotzdem, es ist
Es geht, aber ich würde sagen, auf Dauer nicht. Die Mikrofone sind schon noch eine Stufe schlechter und auch das Audio-Processing dahinter findet, ist schlechter. Ich weiß von meiner, ich habe einen Google Nexus S, das ist schon alt wieder, da macht es nicht wirklich Spaß aufnehmen mit dem Handy, weil dann immer wieder so Lücken oder Risse drinnen sind sozusagen in der Aufnahme, wenn das Betriebssystem halt irgendwas braucht und dann kann man nicht nahtlos aufnehmen. Aber wenn man jetzt einfach keine andere Equipment hat, kannst du damit aufnehmen. Und man hat meistens doch irgendeine Art von Rauschfilter auf diesen Aufnahmerekordern, also man hat meistens schon was. Wer es genauer wissen möchte, ich werde jetzt nämlich auf Record auf mein Mobiltelefon klicken und dann werden wir es zeitgleich noch damit aufnehmen und wer es wirklich interessiert, der kann es sich dann mal anhören, wie die Sprachqualität mit einem Mobiltelefon ist, weil mich interessiert das nämlich gerade auch. Also ja, wenn das wirklich geht. Übrigens, du redest immer, dass die Links sind, die nach rechts, aber du tust das selten. Du hubelst immer nur über die Links. Genau. Also tust du das entweder in der letzten Zeit habe ich schon. Ins Wiki, ja? Ja, die Links habe ich bisher immer. Dennis sagt, ja, das werde ich nachrechnen. Das ist aber jetzt schon länger nicht mehr vorgekommen. Und falls ich lese mir ja immer die Shownotes nachträglich durch und ergänze immer. Das ist gut. Dankeschön, Dennis. Und wenn ich Fehler finde oder sowas. Sehr gut, sehr gut. Wir haben Leser. Also ich muss sagen, das Coole natürlich an dieser Aufnahme-App, die du hast. Was ist das für eine? Ich habe keine Ahnung, sie nennt sich Audio Recorder. Ja. Die hat so wirklich ganz schöne rote Lichter, die dann, was ist das eigentlich, der Volumenlevel? Lautstärke in Stereo. Das hat zwar dieses Zoom-Mikrofon auch, aber das hat das so mit einer Quarz-Anzeige. Also die Geräte von Zoom sind sehr beliebt bei Aufnahmen und die kann ich auch empfehlen. Wir nehmen jetzt auch mit einem Zoom auf, mit einem kleinen Zoom. Also den mittleren, glaube ich, ist das. Und der ist nicht schlecht. Das ist der H2. H2, okay. Und die größeren haben dann auch wirklich Anschlussmöglichkeit für professionelle Mikrofone. Also da kann man dann auch weitergehen. In die ich meine, der hat hier auch einen Mikrofoneingang. Ja, aber nur externes. Klinke und nicht. Ach so, okay, ja. Nicht die dreipoligen. Ja, und es gibt auch manchmal etliche Probleme bei dem Ding, aber prinzipiell reicht das Ding schon aus. Und mit dem H1 wird man, glaube ich, auch schon glücklich, oder? Mhm. Ja. Aber anfangen mit dem Mobiltelefon interessiert mich gerade mal. Apropos Tonqualität. Ja. Dort wird man relativ schnell müde, also relativ schnell, wenn man so 8 Stunden am Kongress herumläuft und das macht man dann dort. Man bewegt sich auch eigentlich doch ziemlich viel. Man geht immer von einer Halle zu einem anderen und dann trifft man wen und dann zu einem Tisch und zum Klo und zum Essen. Da habe ich mir gedacht, so, jetzt machst du mal eine Pause und da gab es die Lounge. Und die Lounge ist eigentlich eine Halle im Anschluss an das CCH, das gestaltet worden ist als Club, als Disco. Also da standen drinnen... Das war der Bereich, wo man rauchen durfte. Das war der einzige Bereich, wo man rauchen durfte. Okay, standen nichts drin für mich. 7 Wohnwagen und ein Wohnmobil und eine Bühne. Und eine riesige Flugzeugturbine. Eine Turbine. Ja, gut ausgeschaut. Da waren die Boxen drin. Sind verlinkt auf Flickr. Und habe mich dort einmal reingesetzt, habe mir gedacht, jetzt hörst du ein Konzert an. Dort waren eigentlich die ganze Zeit Konzerte, also von Mittagsbeginn. Ja, in der Nacht war dann Disco oder Club, Lounge und so weiter. Aber tagsüber waren eigentlich Konzerte. Festival. Das ist eigentlich ein Festival, ja. Also Nerdhaven. Und wollte mich dorthin, haben wir gedacht, setz dich jetzt mal in Ruhe dorthin, hörst mal zu, weil haben doch relaxen, egal was für Musik ist. Und das war gerade keine Musik, sondern dort waren 2 deutsche, sagt man noch, DJs, VJs, weiß nicht, Disc Jockeys, wenn die Ton aber ist. Auch noch selber Musik produzieren, live. Ja, das sind auch DJs. Die miteinander, die auch einen Podcast sonst machen, glaube ich. Die haben sich ausgetauscht über ihre Erfahrung und auch so ein bisschen was anfangen mit Musik machen und so weiter. Und haben ein Demo gemacht, das fand ich sehr nett, weil es gibt ja immer die Frage, wie ist das mit MP3 bei unterschiedlichen Bitraten? Hört man das oder hört man das nicht? So wie es bei Schallplatte CD das gab, gibt es das jetzt mit Wave und MP3? Ja, das ist auch schon ein alter Hut. Ja, und er hat einfach live das vorgeführt, indem er MP3 und Wave-Files genommen hat, das eine Phasen verschoben hat, übereinander gelegt hat und dann geschaut hat, was rausgekommen ist. Und das uns vorgespielt hat bei unterschiedlichen Bitraten. War sehr hübsche Live-Demo, mit der ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gerechnet habe. Also das war... Man hat dann auch immer wieder so Überraschungen und das in der Lounge. Also da sind wir dann so alle gemütlich herumgelegen. Also von der Größe her ein Konzertsaal eigentlich, kann man sagen, war das schon mit den riesigen Wohnwagen drin. Und was hast du da gehört?
Da habe ich nur sie gehört und das. Ich meine jetzt im MP3 Wave diese Unterschiede? Hauptsächlich die Höhen und ziemlich im Takt. Also ich würde sagen, das wird wohl der Rest von den Hi-Hats gewesen sein, die man rausgehört hat. So ein bisschen ein Knacksen und hin und wieder auch der Hauch der hohen Anteile der Stimme. Also das, was rausgefiltert worden ist oder das, was drin geblieben ist? Das kannst du formulieren, wie du willst. Einfach das Delta zwischen Wavefile und MP3. Artefakte dazu. Achso, das war ein Delta, okay. Es ist einfach das Delta, nicht phasenverschoben übereinander gelegt, das ist einfach das Delta von den zwei Dateien. Das sind halt die Artefakte. Mhm. Das ist das, was verloren gegangen ist durch Kompilierung oder reinkommt durch Artefakte, einfach durch einen Algorithmus. Okay, das ist interessant. Echt interessant. Ja. Ich kann auch darüber zu was sagen. MP3, die meisten werden nichts raushören können, außer es ist Joint Stereo. Das ist so ein Verfahren, da wird Mono aufgezeichnet, also das ist im Prinzip Mono, mit ein paar Zusatzinformationen, in welche Richtung das jetzt eher gehen soll. Und soll dadurch ein Stereo-Klang, aber die meisten Menschen können es heraushören, Joint Stereo. Mit Lame kann man das sehr gut reproduzieren. Und Menschen mit einer Hörschädigung, wie zum Beispiel ich, kann tatsächlich MP3 erkennen. Das können normale Menschen eigentlich nicht, aber ich höre, wenn es eine MP3 ist, da ist immer für mich irgendwas, da stimmt was nicht, das hört sich unsauber an oder sowas, was ein anderer Mensch eigentlich nicht können soll. Bei Wave hast du es nicht. Ja, bei Wave habe ich es nicht und bei Orgphorbis habe ich es eigentlich auch fast nie. Das haben sie uns auch demonstriert, war Spur besser. Und natürlich, je höher die Bitrate, desto besser wird die Geschichte. Natürlich. Aber es war immer, egal welche Bitrate sie uns demonstriert haben, es war immer klar hörbar, das, was da ist. Also es gibt, es ist halt komprimiert. Ne? Ja, natürlich. Es geht halt was verloren. Na, das war sehr nette Geschichte. Aber das dann mit dem Delta bin ich noch nicht drauf gekommen, das mal auszuprobieren, herauszufinden, ach, was ist da eigentlich jetzt dran manipuliert? Das ist interessant. Dafür gibt es keine Aufzeichnung, oder? Davon gibt es, glaube ich, keine Aufzeichnung. Ich wüsste auch nicht mehr den Tag und nicht den Namen der Sprecher. Das ist im Matsch und in der Müdigkeit untergegangen. Im Alkoholsuff und zu viel Koks. An dem Tag war ich nüchtern, in jeglicher Beziehung nüchtern. Ne? Da war nichts. Ein hübsches Konzert habe ich ein bisschen reingehört. Janina rockt, die ist in Berlin ziemlich bekannt. Das war ganz nett. Und das Zweite, was ich, da habe ich mal wirklich ein ganzes Konzert angehört, das war auch so in Müdigkeit hineingegangen und habe wieder mal nichts erwartet. Und dann war dort ein Jazzkonzert. Aber vom Feinsten. In der Lounge, eine Stunde lang Jazzkonzert, drei Männer. Ich habe auch keine, weiß auch weiterhin nicht, welcher Tag und so weiter. Es war wirklich gut. Mhm. Und also ich habe Jazz gern, wenn er noch halbwegs melodiös ist und noch nicht so abstrakt ist. Und die haben echt gut gespielt, die drei. Und das hat so eine angenehme Stimmung dann auch in dem Raum erzeugt. Also da waren sicher im Saal, also in der Halle noch drin, weiß nicht, 150, 200 Leute. Aber die haben die Leute sozusagen so in eine angenehme Stimmung versetzt, dass der Raum sonst ziemlich ruhig war. Mhm. Sonst haben die Leute doch eher gequasselt und über irgendwas geredet. Die Musik war, wenn ich drin war, nie furchtbar laut, was ich immer sehr angenehm gefunden habe. Weil eigentlich diese so Live-Konzerte, Rock-Konzerte, sowas, das ist mir jetzt mittlerweile eigentlich immer zu laut. Das war mir dort nie. Das war sehr angenehm. Und zu dem Zeitpunkt war es nicht nur nicht laut, sondern da war es eigentlich still in dem Raum, weil alle zugehört haben und es genossen haben. Ja. Und so voll nicht damit gerechnet, dass ich dort ein Jazzkonzert kriege. Ja, das ist überraschend. Das heißt, du hast Jazz? Hin und wieder, ja. Ah, okay. Ciao, Papa, danke. Ich habe keine Ahnung davon, ich genieße es nur. Aber es ist ähnlich bei klassischer Musik bei mir. Keine Ahnung, nur Genuss. Zum Thema angenehme Erlebnisse am 32C3 möchte ich noch was sagen. Sehr angenehm war zwei Sachen einmal. Das eine dafür, dass das ja eine totale Techie-Veranstaltung ist, waren für mich erfreulich viele Politthemen oder gesellschaftspolitische Themen. Also die Schnittstelle zwischen Technik und gesellschaftspolitisch, und die Vorträge haben mich dann auch ein bisschen mehr interessiert, als mit welchen super nerdigen Details man jetzt da irgendein super nerdiges Ding und so. Und das Zweite, es waren für mich, also wenn ich so durchgegangen bin, es war überall irgendwie Kunst zum Gucken oder Kunst zum Anfassen. Viel Kunst, es wurde nur viel gebastelt, so kleine Kugelspiele, Flipper, irgendwelche Lichter, irgendwelche Flaschen mit blauen LEDs drinnen. Es war einfach so ein Erlebnis, einfach nur rumgehen und sich wundern und staunen, was da schon wieder produziert worden ist, seit du letztes Mal
alle in demselben Stockwerk vorbeigegangen alle bist. Alle möglichen Animationen, ja. Am nächsten Tag hat es wieder anders ausgeschaut, was die Leute so fabriziert haben. Ja. Es gab angeblich sehr schräge Partys, also wirklich versäumt durch zu früh schlafen gehen. Also Rolltreppen und Klopartys. Ja. Was? Ja. Man hat gemeint, dann eine Kloparty auf 12 Quadratmeter stattfinden lassen zu müssen. mit dem und wie viele waren da? Ich war auch nicht mehr dort, das war auf jeden Fall gerammelt voll, was man so gehört hat. Da in diesem Rückblick wurde das doch erwähnt. Und es wurde auch der Weg ausgeschildert, damit man das richtige Klo findet, immer entlang der beleuchteten Dildos. War das auf der Herren- oder Damentoilette? Das waren die Unisex-Toiletten. Ja. Ach so. Gab es da nur Unisex-Toiletten? Nein. Okay. Weil man eben versucht hat, das zu lösen, sodass sich jeder wohlfühlt. Ne? Damit, gab es alle drei Arten. Und auf jeder Unisex-Toilette stand, wo die nächste Nicht-Unisex-Toilette ist. Auf jeder Normalo-Toilette stand, wo die nächste Unisex-Toilette ist. Da habe ich auch das ist mir nicht aufgefallen. Okay. Mhm. Also du hast alles. Ja, mir ist es wurscht. Ich gehe auch auf die Damentoilette notfalls. Ja. Das war auch, was bei Kongressen nicht selbstverständlich ist. Also diese Reinigungsteams, das waren aber nicht Freiwillige, das waren nämlich Professionelle. Die haben auch rund um die Uhr gearbeitet, weil der Kongress rund um die Uhr offen war. Und ich habe nie, also ich habe einmal eine verstopfte Toilette gesehen, aber für 12.000 Leute, überhaupt, dass die Toiletten funktionieren, spricht schon für einen extrem hohen Grad. Bei mir war es 4 Tage sogar sauber. Ich habe nie erträglich das ist schon lange nicht mehr. Das Toilettenthema ist so wichtig. Stehen musst, weil sonst ist das bei jedem besseren Live-Konzert. Schlange hat man hin und wieder ordentlich. Ach so, nach Saal 1 Talk. Achso, wollen dann 3000 Leute raus und dann wollen von 3000 auf 100. Okay, dann und wenn man dann aufs nächste geht, dann sind Schlangen. Aber auch das hat wieder alles prima funktioniert. Aber trotzdem, dass das überhaupt alles funktioniert hat, war schon ein Erlebnis in sich. Ja, also Kunst war sehr angenehm, Themenvielfalt und damit zusammenhängend, dass es sozusagen nicht nur Techni-Nerd-Themen, sondern eben auch andere Nerd-Themen oder damit zu tun habende Themen war. Ich habe gefunden, für eine Nerd-Veranstaltung gab es einen angenehm hohen Frauenanteil, also immer noch weit unter 50%. Ich hätte gesagt 15 vielleicht. Ja, wahrscheinlich auch unter 25%, muss man fairerweise sagen. Aber immerhin, er war für mich absolut spürbar höher ist als auf einer Python-Konferenz oder so, wo er im einstelligen Bereich ist. Und das finde ich, macht auch nett. Auch wie wir schon gesagt haben, kinderfreundlich war das Ganze. Es sind Kinder rumgelaufen, haben ihre eigenen Kinder-Nerd-Projekte gemacht. Mitch Altmann war da, hat Löten, Soldering für Kids-Workshops gemacht. Und einfach coole Sachen sind rundum passiert. Ja. Was hält ihr davon? Machen wir Schluss mit 32 C3. Ja, machen wir für nächste Woche nächste Mal noch eine Runde. Auf. Genau, ja. Ich habe noch eine Vielleicht Runde. Haben wir bis dahin habe ich auch mehrere Vorträge nachgeguckt. Ich empfehle dann auch wieder ein paar. Mhm. Und machen wir unsere verbliebenen Themen. Wir haben immerhin erst 1 Stunde und 16 Minuten. Ich werde jetzt das Mobiltelefon auch wieder ausschalten. Okay, ja. Die Aufnahme. Tschüss. So. Du hast irgendwie zuerst das mit Deutscher Bahn gesagt. Ich bin auch einmal mit der Deutschen Bahn gefahren, obwohl ich eigentlich hingeflogen bin, weil ich wollte ein Lehrrad testen. Und das Erste, was ich einmal dort erlebt habe, auf den Fahrkartenschaltern der Deutschen Bahn, fragen sie dich, wo du hin willst, das Erste ist also die Zielangabe. Und im nächsten Schritt kriegst du als Auswahl die nächsten Züge. Das heißt, du hast auch gleich die Information, wann geht der nächste Zug, je nach unterschiedlichen Zug tendenziell auch unterschiedliche Preise, weil dort gibt es auch relativ verschiedene Zugkarten, teilweise auch verschiedene Betreiber, die nicht im gleichen Verbund sind und so weiter. Das ist ziemlich komplex, muss man damit nicht raussuchen, weil das weiß der Automat alles. Und du kriegst eben die Karte, wo dann wirklich auch schon draufsteht, deine Zugverbindung, also kannst dann auch wieder auf der Karte draufstehen. Das war sehr bequem. Also wirklich, dass die Zugfahrkarte so einen Teil vom Fahrplan übernimmt, gefühlt. Ja, aber das ist auch nicht immer so. Ja. Und es kommt auch auf den, Moment mal, Schalter, du warst an einem Automaten. Nur an einem Automaten. Okay, ja, da bekommst du auch die Informationen, die drucken sie mit aus. Ja, sie haben alles Mögliche bei der Deutschen Bahn, aber da habe ich auch was. Da könnten Österreicher von lernen. Ein Tee bitte noch. Und was ich am Weg zum Bahnhof, das war alles am gleichen Tag, am Weg zum Bahnhof gesehen habe, ist die Art, wie man in Hamburg Radwege markiert. Mhm. Nämlich, indem man anderes Pflaster verlegt. Tendenziell rötlicheres Pflaster. Mhm. Und das ist in Unmengen von Straßen. Ja. Das ist nicht besonders unangenehm auffallend, weil der Farbton nicht arg abweicht vom sonstigen Farbton. Mhm.
Aber wenn man es sehen will, sieht man es auch. Und es ist also eigentlich nicht notwendig, das irgendwie in einer knalligen Farbe zu machen. Und das hält natürlich ewig, diese Pflasterschlange. Es gibt in Deutschland allgemein, die Radwege sind rot markiert. Hier in Wien wollen sie ja jetzt alles grün markieren. Ja. Aber es gibt in Köln zumindest, kenne ich es, manchmal ist da nur ein weißer Streifen zur Trennung zwischen Fahrbahn und Radweg. Und dann ist ein Fahrradsymbol, das ist die einfachste Variante. Dann gibt es manchmal rotes Pflaster. Das sind dann kleinere Steine als beim Fußgängerweg. Ja. Und auch quer dazugelegt. Das ist ja, genau, aufrecht, richtig. Ja. Und manchmal sind es wirklich zwei verschiedene Höhen nochmal. Mhm. Ja. Dankeschön. Na, also ich wäre ganz gern Rad gefahren dort auf den vielen Radwegen. Mhm. Wirklich echt viele Radwege gesehen. Naja, Norddeutschland halt. Und außer in der wirklichen Innenstadt, dort war nichts. Aber alles außerhalb von diesem absoluten Kernbereich habe ich Radwege gesehen. Mhm. Und dann bin ich dort rausgefahren, eben zu Toxi, zur Liegeradfirma Toxi, um dort das erste Mal in meinem Leben ein Zweirad-Liegerad zu fahren. Ah, Trike habe ich ja schon getestet da in Gänserndorf. Und jetzt habe ich Zweirad probiert. Und ich meine, kann ja nicht schwer sein. Man legt sich auf sein drauf. Das glaubst nur du. Und fährt. Also der Chef von der Firma ist einmal sehr nett. Er hat sich wirklich eine Stunde für mich Zeit genommen. Ich habe ihm erzählt, warum mich das interessiert, wie ich es verwenden will. Eben, was mich an diesen Toxis reizt, ist, dass die ein bisschen höher sind als das, was du hast. Ja. Sodass du ungefähr auf Augenhöhe mit dem Autofahrer bist. Vielleicht eine Spur niedriger noch, aber doch relativ hoch. Nicht direkt auf Auspuffhöhe. Ne? Nicht unter Auspuffhöhe. Also es gibt ja auch diese Flitzer, die noch tiefer sind als deins, die dann so wirklich im letzten Millimeter runter. Zox zum Beispiel. Er hat auch oder sowas. Speedstar von Bike Revolution. Ja. Wobei ich jetzt nehme an, für den Luftwiderstand ist das cool. Wäre das das Beste? Oh, ja, wäre das natürlich. Das Schnellste? Ja. Und du tauschst und sozusagen ein bisschen Komfort gegen ein bisschen. Ja. Mich interessiert es hauptsächlich wegen dem Komfort, weil man halt wirklich auf einem bequemen Sitz da drauf sitzen kann, auf dem Ding. Ich habe ausprobiert eins mit einem Spannsitz am Anfang. Das ist sozusagen ihr erstes Bike, mit dem sie alle mal so anfangen lassen. Das kann man, das Modell, das sie da haben, kann man am meisten verstellen und so. Aber Spannsitze sind nie so gut wie die Hartschalen, weil die Hartschalen, also ich empfehle jedem Hartschalen, weil diese weichen Spannsitze, die sind zwar ein bisschen bequemer, wirken die, aber es ist schwerer mit zu fahren. Also ich empfehle die nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass man bei ihm hat es nicht viel ausgemacht, der hat einen gepolsterten Hartschalensitz, also nicht Plastik, sondern diese Polsterung. Das ist ein bisschen gepolstert. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich besseren Halt drauf gehabt hätte. Aha, okay. Im Umkehrfall hatte ich das Gefühl, also bin ich ziemlich sicher, dass wenn es wirklich Sommer ist, hast du bessere Kühlung auf einen Spannsitz, weil das halt so ein Stoff Gitter nur ist. Ja, das habe ich damals auch gedacht und mir wurde empfohlen, bohr einfach Löcher rein. Löcher rein, gut, okay. Hast du es gemacht? Nein, weil mir das jetzt noch nicht so extrem aufgefallen ist, dass ich so sehr schwitze durch den Sitz, weil ich schwitze sowieso dort beim Radfahren und im Sommer, das macht nichts. Also ich merke, dass der Schweiß am ganzen Körper vorhanden ist, also ob jetzt hinten oder vorne, ich habe überall nass, also das ist kein Unterschied, da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Spannensitz, damit ich hinten nicht so sehr schwitze oder kühle habe, das stört mich ehrlich gesagt, was mich wundert, selber nicht. Ich habe dann mich eben draufgesetzt und er hat ein bisschen angeschoben, bin ein bisschen losgefahren. Die ersten Meter sind noch prima funktioniert, bis das Rad sich dann ein bisschen in eine Richtung geneigt hat. Ich versuche das auszukorrigieren. Also ich habe relativ schnell dreimal die Straße geküsst, um es kurz zusammenzufassen. Oh, das ist mehr als ich. War eigentlich nicht mehr sicher, ob ich noch Rad fahren kann. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Firmenchef nicht ganz sicher war, ob ich Rad fahren kann. Und dann habe ich ihn nochmal gebeten, ob er mir es zeigen kann, weil ich wollte ihm mal zuschauen. Und im Prinzip habe ich zwei Fehler gemacht beim Radfahren, was es bewirkt hat, dass es mich dreimal aufgehört hat. Das eine war, ich habe das Rad angeschaut, man sollte tendenziell eher in die Ferne schauen und sich aufs Gefühl verlassen. Das ist das eine, das hat schon geholfen. Und das zweite ist, bei diesem Konstrukt ist es so, dass das Vorderrad tendenziell ziemlich weit hinten ist, also fast schon Oberschenkel, zwischen Oberschenkel und Gesäß, so auf der Höhe ungefähr. Also viel weiter hinten als im Verhältnis bei einem normalen, aufrechten Fahrrad, wo das Vorderrad deutlich weiter vorne ist und der Drehpunkt auch weiter vorne ist. Ja. Und das bewirkt, dass gefühlt bei dem Liegerad sich das Rad später dreht. Man lenkt ein und hat das Gefühl, der Rahmen reagiert nicht. Also so ähnlich wie bei einem Omnibus, wenn du ganz vorne stehst. Ja, ja. Gut, dann lenkt man stärker ein,
dann reagiert das Rad auch stärker. Mhm. Dann neigt man, also stellt sich das Rad wieder auf, kippt auf die andere Seite. Klar, mhm. wie jedes andere Rad. Das heißt, man muss also gegenlenken. Das ja. macht man dann auch. Nachdem man beim ersten Mal ja gelernt hat, dass man stärker lenken muss, weil sonst reagiert es nicht ja. gescheit, lenkt man auch stärker in die andere Richtung dagegen. Und das hat sich dann so aufgeschaukelt. Mhm. Und beim vierten, fünften Mal aufschaukeln hat es mich dann auf die Fresse geschlagen. Ja. Und das war eben dreimal dieser Effekt. Aber wirklich auf die Fresse oder bist du nur seitlich? Ich bin seitlich umgekippt. Ja. Ich habe mich einfach abgefangen. Ich habe mir nie wehgetan oder so. Und man fällt ja dann auch nicht tief und man ist ja auch nicht schnell. Es ja, ja. ist alles nicht gefährlich gewesen oder so. Je tiefer oder das Fahrrad ist... einfach umfallen, weil du in deinem Vollkörperschalensitz bist und... Nein, du dann sozusagen ich, ich habe auch zu spät das Bein runtergegeben, weil man könnte es ja dann auch so ja. abstützen und ich war auch nicht ganz noch auf der Reihe mit was Bremsen jetzt. Was dir wirklich gefehlt haben, waren die Stützradeln, ne? Alles. Ja, alles. Das ist aber wiederum gefährlich, weil du hast mehr Gewicht etwas weiter oben ja. und ich empfehle für Erwachsene grundsätzlich keine Stützräder, das ist viel ja, nein, zu gefährlich. Und das ist fahren lernen als Kind auch ja. so Stützradeln. Du bist da dort mit dem kompletten Körpergewicht eigentlich über den Räder, zumindest über den Narben der Räder. Also ja. du hast einen relativ hohen Schwerpunkt mhm. bei dem Ding und das macht es auch kippeliger halt, diese mhm. Geschichte. Man muss halt dann so ein bisschen reinkommen. Ist es dann cool damit, so rumzugrüßen? Cool war es noch nicht, aber ich bin immerhin gefahren dann ja. damit. Also es hat beim vierten Mal dann, und dann hat er sich auch noch ein Rad geholt, dann sind wir eine Runde durch den Ort gefahren, dann hat es hingehaut. Das ist cool. Also er hat sich wirklich eine Stunde für mich Zeit genommen, ja. das war sehr nett. Und bist du gefühlt schneller als auf einem normalen Herrenrad? So schnell bin sagen? Ich damit nicht gefahren, ja. daher kann es nicht sagen. Das ist auch nicht zum Schnellfahren ausgelegt. Das ist einfach zum bequem Fahren. Ja. Ja. Also, ist für den Rücken gesünder oder kann man das auch nicht sagen? Ja, doch, eigentlich schon. Mhm. Weil du hast nicht so einen krummen Rücken ja, ja. und der wird entspannt. Ich war nachher sowas von verspannt. Also, ja. ja, weil es ungewohnt ist, ja. ja. Also zum Gleichgewicht. Ein Liegerad ist grundsätzlich schwerer zu fahren als ja. ein Aufrechtssitzer, was das anbelangt. Weil beim Aufrechtssitzer kann man mit den Schultern allein mit ein bisschen Kopfbewegung schon viel ausgleichen, was man bei einem Liegerad höchstens noch mit dem Kopf machen kann. Mhm. Aber es ist wieder niedriger und schwieriger dadurch. Man kann sich so mit dem ganzen Körper ausgleichen. Man muss also mehr... durchs Lenken und mhm. mit dem Kopf. Also mit dem Kopf. Aber nicht durch mehr Lenken, sondern durch ja. Gefühl. Genau, richtig. Lenken. Ja. Das ist es. Also gefühlvoller Fahren. Also technisch anspruchsvoller zum Fahren. Auf jeden Fall, ja. Am Anfang. Also ich habe 2 Wochen gebraucht, bis ich wirklich so stabil fahren konnte. Allerdings bin ich bis dahin nicht ein einziges Mal umgekippt, weil ich mhm. halt ein fürchterlich ängstlicher Mensch ja. oder ein vorsichtiger, nicht ängstlich Mensch bin. Also sozusagen aber auch wenn ja. dann im Straßenverkehr mitzufahren, was ja schon... Ja, ich empfehle in den ersten 2 Wochen vorsichtiger zu fahren. Und später dann, ja, in den Straßenverkehr nach 2 Wochen geht definitiv locker. Also ich habe 1/2 Stunde gebraucht, bis ich nicht mehr mit den Beinen auf den Boden mich stutzen musste, damit ich nicht mehr umkippe und konnte dann. Ich bin ja damals, als ich das Fahrrad gekauft habe, sofort mit dem Fahrrad 40 Kilometer nach Hause gefahren. Über die Landstraße. Ich empfehle es niemandem zu machen. Das ist sicher verkrampft. Ja. Und was ich auch gemerkt habe, es werden andere Muskeln auf den Oberschenkeln verwendet. Ja, das wird überhaupt ganz also anders. Tendenziell würde ich sagen, eher die auf der Rückseite der Oberschenkel mehr und die auf der Vorderseite der Oberschenkel weniger, war so meine Belastung. Es macht auch einen Unterschied, ob man Kickpedale noch zusätzlich hat. Dann hat man den runden Tritt. Ja, dann, das sind die Pedale, wo man richtig in die Pedale reinklickt mit den Schuhen, sodass man... Wo du einen Schuh hast und auch ziehen kannst. Ja, ja. genau, richtig. Dann hat man einen runden Tritt und da verwendet man noch mehr Muskeln. Ja, aber das Interessante ist, wenn man richtig Gas gibt, also beim Aufrechtsitzer, da steht man ja auf und geht ja, mit seinem Gewicht nach unten. Ja, ja. Da verbraucht ziemlich viel Energie. Ja. Und bei einem Liegerad geht das ja nicht. Man kann ja nicht aufstehen. Ja, ja. Was macht man? Man stützt sich mit den Schultern ab. Mhm. Also ich mache das immer gerader Rücken, ganz gerade die Schultern, stütze ich in den Sitz hinein und dann presse ich mich komplett auseinander und ziehe dann zurück. Und ich habe schon Muskelkatern in den Schultern vom Fahrradfahren gehabt. Also das gilt aber auch bei 3-rädrigen Liegerädern. Ja, cool, 2-rädrig. Größenverstellung geht dort auf 2 Arten. Das eine ist, man kann den Sattel mehr neigen und ja. mehr und ein bisschen nach vorne und zurückschieben. Ja. Das ist eigentlich die geringere Variabilität. Ja, genau. Und der Hauptteil ist, wie nennen Sie das Ding nach vorne raus? Mast. Mast, genau. Den Mast kann man ausziehen. Ja.
Das sind zwei Schrauben und damit kann man es an die Beinlänge anpassen und damit passt es dann. Man kann es auch leicht drehen. Genau, den kannst du damit drastisch ändern. Ja. Und das heißt, es können wirklich kleine und wirklich große Leute mit gleichem Rad fahren. Ja, die Kette ist ein Problem und im Endeffekt ist es nicht so praktisch. Man muss Kettenglieder rausnehmen oder zumindest bei Bike Revolution gibt es ein Set, wo man die Kette dann einstellbar machen kann. Ja, ja. Also da ist dann noch ein zusätzliche zwei Zahnräder, die dann den Abstand vergrößern und verklären können. Und was ja nämlich auch ein totes Gewicht ist, ne? Er meinte dazu nur, nach ein paar Wochen sind die Dinger wieder weg. Also das möchte keiner dauerhaft haben. Warum? Weil es nicht wirklich was bringt. Also die meisten, entweder man will fahren, dann brauchen es beide ein Fahrrad. Ach so, okay. Ja. Oder, also niemand will dann ständig am Sitz herumschrauben. Ja, also an diesem Ding immer in der Länge verstellen. Das hat auch schon einen Vorteil. Die haben so einen Hebel und da kannst du den Sitz dann so weit nach hinten oder das ist, Platz. Aber die Kette ist schon ein bisschen komplizierter. Das ist, ich weiß gar nicht, wie es bei der Zox ist. Die Kette war bei dem komplett in einem Kanal drinnen. Ach, das also sind es war die. Nirgendwo, dass ich stimmt, das sind die mit dem ganz langen Rohr, oder? Ja. Richtig der Rahmen ist im Prinzip Rohr. Ein langes, dickes Rohr, sonst nicht viel. Mhm. Also und dann ich erinnere mich wieder. Verschmutzungsgefahr vom Körper durch die Kette? Oder? Nix, ja. Mhm. Es ist ein, stimmt, die kann man auch hier in Wien kaufen. Findet. Doch, und zwar in der Nähe von der Friedrichsbrücke gibt es ein Fahrradgeschäft. U4-Haltestelle. Friedensbrücke. Dort, wo wir uns getroffen haben. Das sind nicht die. Er hat keinen Vertrieb in Österreich. Die haben dort eins stehen gehabt vor 5 Jahren. Ja, das kann sein, meins. Ja. Es gab auch einmal einen Vertrieb im 3. Bezirk mit einer Firma, angeblich richtig. Mittlerweile gibt es die Firma nicht mehr. Okay. Ja, also zumindest aktuell hat er in Österreich kein Vertrieb. Ah, okay, das heißt, zumindest hatte sie dort mal eine. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Und ich konnte nicht drauf fahren, weil das Ding viel zu lang für mich war. Also für normal gebaute Menschen geeignet, aber für mich ist es nicht besonders gut einstellbar. Es gibt eins mit einem kleineren Rahmen auch noch. Ja. Also es gibt zwei Rahmengrößen und das war's. Ja. Und die Einstellung geht halt wirklich nur über den Mast. Ja. Es gibt auch einen Klappmast, damit es leichter transportierbar ist. Ja. Und es gibt einen Klapplenker, sodass man den Lenker schmal kriegt. Mhm. Aber ich habe in Erinnerung, dass dort die Pedale ziemlich hoch auch waren. Ja, doch ziemlich. Ja. Und das muss man auch bedenken, weil da je nachdem schlafen die Füße ein. Zumindest auf Sitzhöhe, würde ich sagen. Ja. Also es ist ziemlich horizontal. Meine Herren, wir sind auf 1,30. Ich habe von Bernd Schlapsi das Feedback, dass er nie unsere Podcasts anhört, die an die 2 Stunden lang dauern. Da hört er immer nur die ersten 30 Minuten. Ich würde sagen, konzentrieren wir uns auf ganz wichtige Themen und machen wir die nächste Woche mit Gregor. Ich mache noch eine Schlussbemerkung zum Fahrradverkäufer. Ja. Mhm. Mit dem habe ich so ein bisschen geplaudert. Nicht, dass ich jetzt eben in Hamburg bin wegen dem CCC und so weiter. Und er sagt, ja, eigentlich würde ihn das ja auch so interessieren, dorthin zu gehen. Mhm. Aber er passt da halt so überhaupt nicht hin, weil er ist halt, Computer ist halt reiner User und so. Sie sind der Ur-Nerd. Sie sind der totale Hardware-Designer. Sie machen Materialforschung da. Sie machen Produktion. Und sie machen dieser Erde vereinigt euch. Das war dann, er sagt, ja, so sehen Sie das. Sag ich, ja, der Computer ist ein Werkzeug. Ja. Sagt er, für Sie ist der Computer, was für mich die Werkbank ist. Jetzt verstehe ich das langsam. Das fand ich noch so eine nette Geschichte, dass der dann erkannt hat. Aber ich kann wirklich dazu aufrufen, man muss überhaupt kein Computer-Nerd sein, irrsinnig viel Spaß zu haben am 32. Chaos-Computer. Ja, notfalls geht man auf die Toilettenparty. Oder was auch immer, oder geht auf die Politvorträge wie ich, oder tut einfach nur, übrigens, ich habe dort einen Podcaster von uns getroffen, den, so, Name kommt. Noch einen. Franz, der ehemalige Podcaster, du hast ihn nicht mehr erlebt, aus Bayern. Ich habe ihn nicht mehr erlebt. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Hat im Podcast geredet, verdammt, urpeinlich. Ich bin mir einer, er heißt Franz. Ich bin jetzt total, tut mal 2 Bier. Okay, Name bitte in den Shownotes nachlesen. Auf jeden Fall, den habe ich auf der Heimfahrt getroffen. Und der war Chaos Engel. Oh. Und der hat mir dann ein bisschen vom Engeln erzählt und so. Ja. Und er hat gemeint, jo, die Vorträge geht er nicht, weil die kann er zu Hause auch anschauen. Und er hat mir dann halt gesagt, dass die ganzen
Chaos-Engel wirklich nur für das T-Shirt arbeiten und das ist dann, wird dann aber auch mit Stolz getragen. Mhm. Weil man, du gibst da sozusagen die Hacker-Elite, weil du hast nicht nur deinen Eintritt gezahlt, du hast auch geholfen und so. Ja. Und natürlich ist es ein bisschen ein interner Wettbewerb, wer wie viele Stunden schiebt. Also kriegt man auch so eine Bestätigung. Mhm. Und das T-Shirt kriegst du nicht für eine halbe Stunde oder so, sondern das wird anfangs halt gesagt, dass ab so und so viele Stunden gibt es das heiß begehrte T-Shirt. Mhm. Und nachher, wenn es dann zu viele T-Shirts haben, sinkt dieser Stundensatz. Aha, kriegst du es billiger oder wenn die T-Shirts ausgehen, wird es halt teurer. Also das ist was anderes. Und ja, die Frage ist, warum Stunden. Macht man das? Warum geht man, zahlt, fahrt man wohin mit viel Fahrtkosten und zahlt dann viel und arbeitet dann dort unbezahlt? Und es ist halt, dürfte halt ein eigenes Erlebnis sein. Also ich habe das jetzt nicht so ganz kapiert, aber es ist einfach eine coole Sache, sozusagen zur Crew zu gehören und auch schön anderen zu helfen, irgendwie das zu ermöglichen, soweit ich das verstanden habe. Ich kann jetzt nur hier ganz klein erzählen, weil ich einmal 2 Stunden volontiert habe auf der Frostcon. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, also ich meine, ich bin natürlich von Geburt an super faul, aber so haben wir gedacht, ja, so wie er erzählt hat, klingt das lustig, warum nicht? Zwei Stunden irgendwo in der Früh wo stehen und Wache schieben, da beim Einlass oder bei der Garderobe helfen, kostet mich ja nichts. Ne? Und dadurch hat man mehr mit Leuten zu tun und es ist auch nett. Ne? Stimmt. Ich habe Leute dort kennengelernt, die gesagt haben, es war sehr schwer für sie, Kontakt und Anschluss zu finden. Also das gibt es durchaus auch, obwohl da 12.000 Leute sind. Und da gab es ein sehr schönes, habe ich auch fotografiert, ein sehr schönes Projekt mit so einer Ampel, die man sich anbieten konnte. Mhm. Mit so grün, gelb und rotfarben. Ich möchte gerne angequatscht werden, ich bin scheu oder lass mich in Ruhe sozusagen. Und ja, warum nicht? Aber ich kann das auch durchaus verstehen, wenn man fremd ist und nicht schon mit der eigenen Clique dort ist und so, ist es überwältigend und du bist, wie soll ich sagen, auf einer kleinen Party ist es leichter, ein Gespräch zu kommen, als mit 12.000 Leuten. Und da kann man durchaus vorstellen, dass das sehr hilfreich ist. Dann hätte ich für den Abschluss, nachdem ich ja der Grüß-Augus heute bin, noch einen Gruß. Okay. Nämlich, wir werden uns erweitern. Die Anna hat mich angesprochen dort, aus dem Sendezentrum. Sie würde gerne dazustoßen zu uns und zuhören. Habe ich gesagt, das ist doch langweilig. Anna, sprich mit uns, bitte. Du wirst sie kennenlernen. Ich bin umzingelt von Nerds, die mich langweilen. Komm, ich habe sie im Sendezentrum kennengelernt und habe ich dann gesagt, naja, und wie hast du so mit der Szene zu tun? Gibt es irgendwas Nerdiges, was du so tust? Bist du nerdig genug für uns? Naja, mit Strickmaschinen kenne ich mich aus. Yeah. Ach, Habe ich gesagt, passt. Kennst du die an, oder was? Ja, natürlich. Ich war ja damals, du warst doch damals bei dem Show and Tell, wo die Strickmaschine vorgeführt wird, ne? Das ist sie ziemlich sicher. Das war nicht die. Andrea Meyer. Sie ist eine Münchnerin, die gerade erst mit Anfang des Jahres nach Wien gezogen ist. Ah, ja, okay, das ist also nochmal eine andere mit Strickmaschinen. Ja. Boah, da sind jetzt hier gerade der Hype. Und ich habe sie schon verwiesen auf die Strickmaschinengeschichte im anderen Podcast. Also im alten Podcast. Cool, ja. Also vielleicht gibt es sich da auch noch. Ist das eine Wienerin, die andere? Die Andrea Meyer ist aus Wien, ja. Und also ich meine, sie ist gebürtig aus Kärnten. Aber vielleicht ergibt sich da mal auch dann ein Kontakt zwischen den beiden, dass die sich wieder austauschen. Und das habe ich sehr nett gefunden. Die wäre heute gekommen, nur habe ich dann, es hat mich gefragt, na, eh wieder 19.30 und da war gerade dann verschieben auf 18 und jetzt bin ich dann nur verwirrt. Horst ist schuld, ich kann nichts dafür. Asche reden. Auf dein Haupt, genau. Aber dir sei vergeben. Ja. Danke. Danke, Dennis. Ja. Ich hatte aber noch ein Thema wenigstens, bevor es wirklich ganz weg ist. Und zwar bin ich auch nach Deutschland gereist und ich hatte mir überlegt, ja, wie komme ich denn dorthin? Fliegen, Bahn fahren. Ah, probiere ich mal was Neues aus. Mitfahrzentrale oder sonstige gibt's ähnliche Sachen. Gibt es die noch, die Mitfahrzentrale? Ja, die gibt es noch. Hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dann was anderes. BlaBlaCar, glaube ich, habe ich dann. BlaBlaCar? Ja, interessanter im Name. Netz oder? Ja, im Internet. Und das ist praktisch eine Mitfahrzentrale. So ja, sogar noch älter, wenn ich das richtig gesehen habe. Das Couchsurfing für Autos. Oder? Ja, so präsentiert es sich auch. Also man muss so viele Daten angeben, dass man sagt, das ist eine echte Datenschleuder schon. Bilder und so weiter. Ich habe keine einzige Mitfahrgelegenheit gefunden und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt buche ich doch einen Zug. Und schau an, seit dem 18. Dezember fahren ja die Züge wieder nach Deutschland. Und so gab es die Fahrscheine noch 3 Tage vor Abfahrt für ein Apfel und Ei. Die ganzen Angebotskarten, die waren noch alle vorhanden. Wie heißt das, Sparschiene und so? Noch genau, für 50 € pro Fahrt bin ich noch nach Deutschland gekommen.
Fand ich super. Und mit Liegewagen oder nachts? Oder nee, tagsüber. Ganz, Köln ist ja nicht so weit. Ne? Wir haben 10 Stunden. 10 Stunden fast. Ja. Ist Wetter damit. Also von Haustür zu Haustür. Ach so. Okay. Ja, okay. Also 8 Stunden 41, glaube ich. Und hattest du so einen super Ultra Intercity Express mit 300 km/h? Intercity Express, ja, genau. Ja, cool. Ich mag diese ICETs nicht, weil da wird mir immer schlecht. Die anderen ICEs sind in Ordnung. Mhm. ICET haben ja eine Neigetechnik. Mhm. Boah, da wird mir übel. Mhm. Hattest du einen Speisewagen oder sowas ganz Cooles? Ja, Speisewagen gibt es da auch. Ja. Ach, das ist für dich alles cool und für mich ist es so alltäglich. Ja, ich finde Speisewagen ist was Nettes. Ja. Ich habe ihn schmerzlich vermisst. Ich bin mit dem Liegewagen nach Deutschland gefahren und zurück. Ja. Und jetzt noch ein bisschen ÖBB-Bashing. Ich habe, glaube ich, weiß nicht, waren es 5 Euro oder 10 Euro, ich glaube 5 Euro, habe ich Aufschlag gezahlt, dass ich statt einem 6er Liga auf der Rückfahrt einen 4er Liga kriege. Das ist jetzt der Luxus, den ich mal gönne. Ja. Prompt waren natürlich 6 Leute im Abteil. Im 4er? Ja, es war ein normales 6er Abteil. Ne? Ja. Und waren aber 2, wie ich eingestiegen bin, waren noch 2 frei und dann hat diese Waggonbetreuerin gesagt, ja, da kommen dann in der Station so und so steigen welche ein. Mhm. Dann haben wir gedacht, na gut, dann hätte ich mal gleich einen 6er gönnen können. Also hätte ich die 5 Euro gespart gehabt, den Aufschlag. Ich habe mich jetzt nicht beschwert, weil ich zu voll dazu war. Für einen 4er hast du dann, du hast für einen 4er bezahlt und dann hast du einen 6er gekriegt. Ja. Du kannst aber in der Situation, was willst du machen, den Leuten sagen, ich lasse ihn, sie dürfen hier nicht rein, ich hab für 4 bezahlt. Ich meine, willst du das durchsetzen? Ne? Aber da müsstest du eigentlich... Platzreservierung. Doch, alles. Du kriegst ja Bett nur mit. Und da bekommst du noch nicht mal das Geld für zurück? Ja, ich könnte es jetzt versuchen, irgendwie einzufordern. Ja. Ich habe es noch nicht gemacht. Ne? Ich nehme halt an, die haben selber einen Schmarrn gehabt oder irgendeine Überbuchungsding oder so. Aber es war für mich eine Lehre, nicht mehr sozusagen einen Vierer zu buchen, weil es eh keine Garantie drauf hast. Das ist anscheinend, ja. Das finde ich scheußlich. Also ich bin einmal 6er gefahren, nie wieder. Ich mag das nicht mehr. Ich habe auch noch was Lustiges mit Zug erlebt, nämlich beim Zurückfahren vom Flughafen. Also ich bin geflogen nach Hamburg, zurückgeflogen nach Wien. Und mittlerweile fahren ja auch vom Hauptbahnhof auch ICEs, aber hauptsächlich Rejets zum Flughafen. Mhm. Und wir kommen dort an den Bahnsteig und tatsächlich ist dort in Wien, oder in Wien ein Rejet, der als Anfangsbahnhof den Flughafen hatte, als Zielbahnhof den Hauptbahnhof hatte und ein tschechischer Rejet war, der zwar von österreichischen Schaffnern betrieben wurde, aber wo die Durchsagen in Tschechisch und Deutsch waren. Wie dieses Konstrukt entsteht, das verstehe ich auch nicht. Dass eine, scheinbar, dass da eine, weiß nicht, 15-Kilometer-Strecke jetzt von tschechischen Rejets bedient wird, war sehr eigenartig. Tschechien ist jetzt ja nicht so weit entfernt. Ne? Ja, aber der Lokführer dürfte die Strecke noch nicht gefahren sein. Der hat sich verfahren. Er hat sich nicht verfahren, aber er hat sich, wie man in Wien sagt, eingeschliffen am Hauptbahnhof. Also er hat, glaube ich, dann zu bremsen begonnen, wo er realisiert hat, ja, das ist wirklich der Hauptbahnhof gewesen. Das ist jetzt ein Vorwort. Und der hat dann wirklich, also Vollbremsung, was so ein Zug hergibt. Und da waren wir alle schon gestanden, weil man ja aussteigen wollte. Ja. Der ganze Zug ist schon gestanden und voll rein in die Eise. Na, das war ziemlich das spektakulär. Das war eine kostenlose Achterbahnfahrt, da musst du noch Aufschlag für zahlen. Ja, und das auf Tschechisch. Na, das war sehr eigenartig. Sehr schön. Ja, was ich noch zu der Deutschlandfahrt und Bitfahrtzentrale, nachdem ich die Karten gekauft habe. Ja, ich habe die Zugfahrkarten gekauft und am nächsten Tag hat mich einer dann angerufen. Von dieser Mitfahrtzentrale. Ja, und das wäre derselbe Tag gewesen. Würde mich mitnehmen. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich eine Fahrkarte. War es preislich sehr viel attraktiver? Das nein, Autofahren das hätte beides gleich viel gekostet. Nein, kannst du ja gleich Zug fahren. Ne? Ja, und es ist auch... Es das heißt, es wäre wahrscheinlich erst billiger geworden, wenn du 3 oder 4 Leute zusammenbracht hättest, dass das Auto voll ist. Die verlangen immer meistens pro Person dann die Wurst, das wie viel Geld. Drin sind. Ja, anscheinend. Und, ja, dann bringt es ja noch unter. Ja, ich weiß nicht, wie genau das läuft. Auf jeden Fall steht da pro Person der Preis und ja, okay, gut. Es ist halt dann attraktiv, wenn dort kein Zug hinfährt oder kein direkter, nicht? Du also hast ja schick direkte Zugverbindung. Ja, also mit Umsteigen. Es gibt keine direkten Verbindungen mehr zwischen Köln und Wien, außer eine. Nicht anscheinend wieder eine. Aber früher gab es wirklich, aber der Vergleich früher vor, also 2002 bin ich das erste Mal nach Wien gefahren. Mit dem Richard-Strauss-Express hieß das.
Das klingt doch schon nach was. Ja, das war kein ICE, sondern das war ein Hummelzug. Schöner EC. Es war so richtig toll und die Rückfahrt war total chaotisch, dass am Anfang der Fahrt schon gesagt wurde, alle Reservierungen sind ungültig. Yeah! Weil, freien Platz war ich. Genau, richtig, weil der Zug die Reservierungsschilder nicht ausgeteilt worden sind. Aber es gab 6er-Abteile und das ist viel schöner als die ICE-Großraumwagen. So 6er-Abteile, wo du die zusammenschieben kannst zu einem Bett, ne? Das war ein deutscher Zug, kein österreichischer. Da kannst du es nicht zusammenschieben? Nein, bei den Deutschen nicht. Nur bei den österreichischen und schweizerischen geht das. Echt? Ja. Das war immer für mich, also ich bin noch aus der Interrail-Generation, das war immer das Allerleibendste. Ja. Ein Sechser mit ihren zwei hübschen Interrailerinnen und dann so ein riesiges Bett machen und alle liegen und... Richtig, genau. Nach Zug fahre diese österreichischen Züge. Ja. Es gibt immer zwei Züge, die nach Köln nachzugmäßig gefahren sind. Einen deutschen und einen österreichischen. Und ich habe immer geguckt, dass ich einen österreichischen nehme und habe gesagt, ich will eine einfache Sitzfahrkarte. Ja, wie viele fahren da prognosenmäßig damit? Ja. Wenige. Okay. Du hast den Abteil für dich. So. Drei Personen, alle machen flach. Genau, wunderbar. Auch meine schönsten Erinnerungen an das Zugfahren. Besser als Lieferette. Finde ich, sind eigentlich unangenehmer, wenn du wirklich lang fährst. Ja, und das mache ich immer jetzt. Ja, ja. Ich habe diesmal halt verschiedene Serien und so weiter, Filme. Erzähle ich dann wohl nächste Woche über die Filme. Also hast du fest während der Fahrt Video geguckt sozusagen. Ja, ich habe alles Mögliche besorgt, damit ich die Fahrt direkt alles gerippt, damit ich es auf der Platte habe und nicht wechseln muss. Ja. Also, und dann das Letzte, was ich noch sagen wollte... Kontrollen gibt es ja immer noch in Deutschland. Da geht ein... Also Grenzkontrollen im Zug. Da gehen zwei Polizisten dann komplett einmal durch den ganzen Zug auf dem Bahnsteig. Stehen Polizisten in Passau und gehen einmal durch den Zug, aber kontrollieren nicht. Sondern du die richtige Hautfarbe hast. Ja, richtig, genau. Und am Anfang der Fahrt suche ich halt meinen Zug einen Zug und den Sitzplatz und komme da gerade bei den Schaffnern vorbei und dann, ja, zwei arabisch aussehende Leute, Männer jüngeren Alters. Und ich habe mir nur gedacht, boah, immer diese Vorurteile, muss das sein? Das war Fahrt nach Deutschland, nach Österreich völlig unproblematisch. Bis auf, dass der Zug Verspätung hatte. Und also noch keine Migrationswelle von Deutschland nach Österreich. Naja. Hast du nicht erlebt sozusagen? Nee, also von den... Ach so, stimmt. Ich bin in Deutschland, stand auf dem Nebengleis ein Zug mit den ganzen syrischen Flüchtlingen. Ja, die wollten nach Deutschland, nicht nach Österreich. Ich weiß es nicht genau. Also die wollten anscheinend nach Deutschland, aber es stand nur dort und es sah so aus, als würden die da schon länger drin sitzen. Aber ich kann mir vorstellen, das werden wir vielleicht noch erleben, wenn Deutschland zumacht jetzt aus irgendwelchen politischen Gründen, dass dann plötzlich... viele nach Österreich wollen oder irgendwie Nachbarn. Ja. Also, wir mal alles sehen, dann was passiert. Dann gibt es eine Kettenreaktion und wir machen auch zu. Ja, und dann machen die anderen Länder auch zu und dann Skandinavien macht jetzt auch zu anscheinend. Ja. Also ich sehe das nicht gut. Aber Dänemark hat zugemacht und Schweden. Dänemark ist ganz schlimm. Woche. Aber Dänemark war immer schon ein bisschen rechts, was das anbelangte. Liebe Leute, lassen wir es für heute. Mhm. Oder hat jemand noch ein Thema, das am Herzen liegt? Kann man auf nächste Woche verschieben. Ich mache noch einen Teaser auf einen anderen Podcast. Bitte, Das wäre was für dich. Der Coding History Podcast. Lesen wir der Code vor? Nein, es ist hauptsächlich rund um Code-Geschichten. Es ist auch nicht sehr historisch. Ja. Es ist eher soziologisch betrachtend. Cool, ja. Also auf Code? Coding History. Auch nicht sehr arg Code-spezifisch. Ja. Aber es passt, also ich finde, es passt ganz sehr gut. Ach so, nur die Geschichte des Programmierens sozusagen. Ja, und auch das ist noch zu eingeschränkt. Also momentan höre ich gerade ein Interview mit dem jetzt setzt das Hirn gerade langsam aus. Die Geschichte, wo beim iPhone der Fingersensor gehackt worden ist, das war ja auch vom CCC ein Hacker. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Genau, mit ihm ein Interview, wo eben die ganze Thematik aufgerollt wird, seit wann gibt es Biometrie und so weiter. Also das ist, ach so, Biometrie gibt es ja schon viel länger. Also technisch. Wofür hat man Biometrie?
erfunden überhaupt? Ja. Was hat man am Anfang als Merkmale herangezogen und solche Sachen? Also recht, recht interessante Rundherum-Interviews, auch vom Daniel Messner, von dem Bekannten von uns, der das Podcasting-Meetup organisiert. Mhm. Und jetzt noch eine Frage, die offen geblieben ist. Wie ist das bei anderen Podcasts? Gibt es da dann auch quengelnde Babys oder sind die alle wirklich so viel professioneller als dieser Podcast? Also ich glaub schon, dass sehr viel mehr Wert gelegt wird einfach auf die Technik, aber dass es halt am Charme vielleicht auch teilweise dann mit verloren geht. Wer hat schon diesen Musikhintergrund, den wir hier bieten können? Ja, stimmt, genau. Oder ein Baby scheint. Oder dass ein Mitpodcaster einfach verschwindet. Ja, genau. Also es ist gerade einer der Podcast-Leute hier weggegangen und jetzt gibt's die Raterunde. Wer war es? Genau. Ich gebe nur einen Tipp. Horst war es nicht. Doch, er war es. Aber ich glaube, jetzt fällt uns langsam wirklich nichts mehr ein. Ja, sollen wir jetzt noch schnell das Aufnehmen stoppen und dann irgendwelche komischen Wörter verwenden, bis er wiederkommt? Er ist wieder da. Ja, bin ich rechtzeitig zur Verabschiedung? Genau, du kannst dich schon verabschieden. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, ich habe Tschüss gesagt.